Ein Traum wird wahr. Wetten, dass live aus Nürnberg. Mit dabei sind Michelle Hunziker, Joko und Klaas, Udo Lindenberg, Helene Fischer, Svenja Jung und Heino Ferch, Zoe Wies, Benny Andersson und Björn Ulvaeus von ABBA. Bitte begrüßen Sie die Legende des Samstagabends, Thomas Gottschalk. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Wetten, dass in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, live aus der Messehalle 3 in Nürnberg. Na, danke schön. Danke an das Nürnberger Publikum. Ist gut. Ich begrüße den Oberbürgermeister von Nürnberg, Markus König, und meinen Chef, den Programmdirektor des ZDF, Dr. Norbert Himmler. Schön, dass ihr da seid. Und danke schön. Macht ruhig ohne mich weiter. Danke, dass ich freue mich, dass ihr euch so freut. Wir freuen uns nämlich auch wahnsinnig. Das gilt für mein gesamtes Team und das gilt auch für mich. Danke, danke sehr. Hört auf. Das glaubt euch doch keiner. Danke. Wir haben noch gar nichts geleistet. Hinsetzen. Danke. Na. Das ist halt das Frankenland. So schön, so schön. Ja. Danke, danke. Ja, hör auf, jetzt ist gut. Das hören wir noch einmal sagen, die Franken hatten kein Temperament. Meine Karriere begann in Hof und in Nürnberg geht sie zu Ende. Das sind ungefähr 120 Kilometer. Das muss man erst mal hinkriegen. Und ich sitze auf der Couch, auf der ich immer gesessen habe. Unglaublich. Es ist die gleiche Couch und bin auch noch ganz der Alte, also noch nie so wie heute. Und insofern freue ich mich wirklich wahnsinnig. Ich genieße den Abend und ich lasse mir auch Zeit. Ihr auch? Ja. Wer weiß, was kommt. Es hat sich doch das eine oder andere geändert in der Zeit, in der ich nicht da war, seit ich mich von hier verabschiedet habe. Aber vieles ist auch gleich geblieben. Und es gibt Neuerungen, zum Beispiel sind wir heute Abend live, aber schon seit gestern in der Mediathek. Das muss man erst mal hinkriegen. Ich habe natürlich mir lange überlegt, wie fange ich das an.
Ich will auch hier nicht vor Rührung zerfließen, aber es ist schon ein toller Moment, bei euch zurück zu sein. Und ich habe natürlich viele Interviews auch gegeben im Vorlauf auf diese Sendung, weil doch ein gewisses Interesse da war. Werden Sie gendern, bin ich oft gefragt worden. Natürlich habe ich gesagt, wetten der, wetten die, wetten das. Das geht doch gar nicht anders. Und man hat auch gefragt, haben Sie Angst vorm Shitstorm? Es ist ja keine Frage, ob ich einen Shitstorm schaffe, sondern wie lange es dauert. Und ich bin der Meinung, ab einem gewissen Alter sollte einem vieles egal sein. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe dieses Alter erreicht. Machen wir uns nichts vor, ein Großteil meiner Zuschauer ebenfalls, aber ich bin doch das geblieben, was man einen Kavalier der alten Schule nennt. Und ich werde selbstverständlich aufstehen, wenn jetzt die erste Dame kommt, denn es war mir immer klar, dass wir mit einer Dame anfangen müssen. Hier wollten viele Frauen auf diesem Sofa sitzen, Lady Gaga und Madonna, die haben auch schon hier gesessen, aber ich habe gesagt, heute gehört eine Frau an meine Seite, mit der ich einen langen Weg gemeinsam gegangen bin, zu ihrer Freude, und ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, Michelle Hunziker. Schön. Ich muss dir schon sagen, wir waren alle sehr, sehr emotional hinter den Kulissen. Die haben alle geweint, Thomas. Jetzt schon? Ich habe doch gerade erst angefangen. Du bist rausgekommen und alle hatten Tränen in den Augen. Nur das hat noch nicht mal angefangen. Guten Abend, Servus Nürnberg! Hier sind wir wieder. Da sind wir wieder, ja. Zehn Jahre liegen dazwischen. Also. Zwei Kinder habe ich gehabt, ein kurzer Haarschnitt und jetzt sind wir wieder hier. Ja. Hast du mich ein bisschen vermisst? Absolut, obwohl ich weder mit dem Haarschnitt noch mit den Kindern was zu tun hatte. Wie fühlt sich das an, Thomas? Ich muss mal fragen, wie fühlst du dich jetzt? Na, ich fühle mich prima deswegen, weil ich in Nürnberg bin und weil ich sozusagen Heimspiel habe. Ja. Ja. Aber ich bin ja nicht immer in Nürnberg, ich bin ja viel unterwegs und egal in welchem italienischen Restaurant ich bin, sagen alle Kellner, wo ist der Michel? Und dann sage ich immer, ich habe keine Ahnung, heute weiß ich ja, wo du bist. Aber ich glaube, wir müssen mal gemeinsam eine Pizzatour machen, weil die wollen dich alle in echt mal sehen. Ja, wir sagen mal Hallo. Ciao a tutti pizzaioli di tutta la Germania. Un bacio. Ja, das geht schon gut los. Du siehst sehr schick aus. Man hat natürlich eine gewisse Verpflichtung, aber das ist vom italienischen Schneider. Aha, ich kann dich beruhigen. Wir sind hier beide mit italienischen Schneidern beschmückt heute Abend. Du auch. Ja. Ja. Du weißt, es hat sich einiges geändert. Ich war ja immer gefürchtet dafür, dass ich immer angefasst habe, aber bei dir war das nie das Gefühl, es war immer Familie, Friends and Family. Wir sind touchy und wir haben keine Probleme damit. Du hast doch immer zurückgefummelt. Ja, genau. So ist das. Wir kommen auch gleich, weil jetzt irgendjemand sitzt im Ü-Wagen und sagt, mach nicht rum, erste Wette. Ja. Und wir werden das gemeinsam hier machen. Das machen wir. Gemeinsam machen. Wie funktioniert das jetzt heute Abend? Wir haben natürlich in vielen Wetten das Jahr gewisse Erfahrungen gemacht. Kinder sind immer toll. Wir haben natürlich heute Abend eine Kinderwette. Und Tiere sind ganz entscheidend wichtig. Wir haben auch eine skurrile Wette. Ein bisschen skurril, aber ganz süß. Ja. Und eine Außenwette. Eine ganz spektakuläre. Und eine Tierwette. Ja. Darf ich die mal vortragen? Ist das die Wette für mich jetzt heute Abend?
Das hast du offiziell völlig recht. Offiziell für ja, mich? Weil ich gesagt habe, Michelle, wenn du da bist, dann fangen wir doch gleich damit an, dass du das bist, was du eigentlich nie warst in dieser Zeit, nämlich ein Gast, der eine eigene Wette hat. Wow, nur ja einmal, 1998 war ich hier auf dieser Couch. Kannst du dich noch erinnern? Da hatte ich eine Wette. 98, da war ich, das war gerade nach der Erstkommunion bei mir. Da hattest du, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an Mallorca erinnern. Mallorca, ja, okay, da waren wir alle zusammen. Aber ich meine, 98 war ich hier mit meinem Ex-Mann damals und da war ich Wettpatin. Eros Ramazzotti, ich erinnere mich gut an ihn, du auch? Ja, ich ziemlich. Ja, gut. Gut. Und da warst du hier und dann hast du auch dann eine Wette. Dann hatten wir eine Wette und der Wetteinsatz war, wir mussten irgendwie Tiere imitieren, weißt du noch? Und ich habe dann da Hunde nachgemacht und so. Ich hoffe jetzt heute Abend... Ich hoffe, der Hund, der hat damals noch gar nicht gelebt wahrscheinlich. Also der hat keine Erinnerung an diese Veranstaltung. Okay. Die Wette lautet nämlich wie folgt. Ja. Vivian Hinz wettet, dass ihr Hund Uno den Inhalt einer Mülltonne korrekt trennt und in die braune, blaue und gelbe Mülltonne einsortiert. Nein! Ja. Eine grüne Wette! Die siehst du mal, was ich... 2021, ja. Da fangen wir sofort mit einer grünen Wette an. Das ist toll! Ja. Schön, aber ist das möglich, dass ein Hund das ganze da bin ich Ding mal unterscheiden gespannt. Kann? Sag mal, recyceln die Italiener auch? Ich denke, die schmeißen alles aus dem Fenster. Ach komm, das ist nicht wahr. Nein. Das ist allmählich jetzt nicht mehr so. Das war früher so, aber die Italiener... Wenn du früher eine Biotonne aufgemacht hast, ein kleiner Italiener. Oh nein, das darfst du so nicht sagen. Nein. Hallo an alle Italiener. Thomas, grüße alle Italiener. Und nach Südtirol, da war ich gerade. Ja. Ja. Hast du eine Kur gemacht? Ja, ich habe gedacht, bevor die Leute auf meinen Bauch gucken, sollen sie lieber bei Helene Fischer gucken. Und dann. Oh. Die kommt aber später. Jetzt machen wir erstmal unsere Hundewette weiter. Ja, ich bin richtig gespannt. Also, dann wollen wir die Damen mal ansagen. Also, hier ist Vivian Hinz und ihr Hund Uno. Vivian. Guten Abend. Was? Uno will gleich an der Sache. Ja, aber der Uno ist hochmotiviert, wie Sie sehen. Prima. Guten Abend, Frau Hinz. Vivian. Komm mal her. Ich glaube, der kleine Hund ist auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube auch. So ein großes Problem. Jetzt rufen natürlich die ersten Hundefans an und sagen, kann man das machen, der arme Hund? Aber du bist ja auch Hundetrainerin. Du weißt ganz genau, was die gerne machen und was sie nicht gerne machen. Und du versprichst uns, dass dem Hund hier kein Leid geschieht. Genau, das ist ganz wichtig. Da haben wir auch ganz lange überlegt, können wir ihm das zumuten. Man merkt ja, er ist jetzt ein bisschen aufgedreht. Es ist ein Parson Russell Terrier. Die sind ja immer... relativ nah an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Ich verstehe das, ja. Wir sind auch im Alltag tatsächlich ein bisschen aufgezwiebelt. Und der ist jetzt tatsächlich so, weil der arbeiten will. Der weiß, hier sind die guten Wurststücke in der Tasche und der kennt seine Kulisse Leckerli schon und würde gerne loslegen. Ja, also da haben wir mal diese Tonnen. Okay, die Biotonne, Plastiktonne und Papiertonne. Und der kann das tatsächlich unterscheiden. Zu Hause schon. Ich hoffe, dass es hier heute auch klappt tatsächlich. Wie kam denn das? Wie hast du das gemerkt? Habt ihr das trainiert? Ist der Hund auch recycelt? Wie habt ihr das hin? Nein, tatsächlich. Eine reine Trainingsaufgabe, wenn man sich einen Parson Russell Terrier anlacht, das ist ein Jagdhund und wenn man die nicht extrem gut auslastet und geistig beschäftigt, dann machen sie Dinge, die man im Alltag nicht so toll findet und dementsprechend schneller, höher, weiter ist für so Hunde kein Problem, aber wie man jetzt schon merkt, die Ruhe, das Nachdenken, das ist tatsächlich schwierig und deswegen habe ich gedacht, der Hund braucht genau so eine Aufgabe. Und den darf man jetzt nicht streicheln, also würde jetzt ein bisschen aufgeregt sein, oder? Genau, also er ist jetzt schon so ein bisschen im Tunnel, da würde ich ihn gerne drin lassen. Lassen wir ihn in seinen Tunnel, so da sind wir schon zu dritt im Tunnel. Ja, ich bin auch schon im Tunnel. Der ist schon schön am Arbeiten. Machen wir nicht lange rum, sondern lassen... Uno zeigen, was er kann. Ich habe meinen Müllsack hier. Alle Männer kennen das ja. Wir sind ja immer mit dem Müllabend unterwegs. Und meistens ist es leider nicht so wie bei uns. Nicht, dass er gleich hier, dass er gleich durchdreht. Also jetzt sind da Müllstücke. Dadurch kann ich den Müllsack ausleeren, ohne dass er durchdreht. Genau. Wenn wir das zu Hause machen, da kommt dann immer noch so ein bisschen so eine Suppe nach irgendwie. Ja? Ah, ich kenne das. Okay, und dann schnell mit der Plastiktüte. So, ich mache das ein bisschen auseinander. Plastik, das darfst du ein bisschen alles beisammen und gerne ein bisschen zusammen. Also das ist Bio, das ist so, aber wir helfen ihm nicht, indem wir die Biosachen zusammentun.
So. Das ist doch unmöglich, dass der alles unterscheiden kann. Also es ist ein Konzeptlernen aus Hundesicht, das ist tatsächlich richtig diffizil. Also er muss sich gut konzentrieren. Zu Hause haben wir gute Treffer, da hat das fast immer geschafft, aber hier in der Kulisse hat man schon mal 2.500 Leute. Es stört ihn nicht, wenn die Leute klatschen, also Beifall ist er gewöhnt. Also Beifall ist an sich nicht schlimm, es wäre mir lieb, wenn wir vielleicht warten, bis er das letzte Teilchen eingeräumt hat, dass wir nicht bei jedem Teil applaudieren. Okay. Das würde ihm vielleicht helfen, das wäre gut. Machen gut, wir, okay. Also ich würde loslegen. Ich glaube, ich finde auch, ja. Also, okay. Dann der Hund gehört hier hin. Genau, ich bereite mich kurz vor, ich gebe da ein kurzes Zeichen, ich muss den noch mal kurz ein bisschen setteln. Gut, okay. Dann, Mitarbeitergespräch jetzt. Ja. Genau, es geht zum Mitarbeitergespräch, ja, genau. So nennt man das im Hundetraining. Machen wir zügig, er hat schon ganz braune Ohren. Genau, ja, ne? Der darf noch mal kurz gucken, dass da Leute sind. Sieht aber ganz gut aus. So, Michelle, nachdem es deine Wette ist, glaubst du, dass ihr das schafft oder nicht? Also Frau Hinz ist da sehr, sehr sicher und ich glaube an den Hund. Also du weißt, ich liebe Hunde, ich habe selber auch 2 Hunde. Ich habe die leider nicht so gut trainiert, die können bei mir nichts. Aber ich glaube an Uno, ja. Es geht ja jetzt darum, dann okay, also du sagst, er schafft es. Absolut. Publikum unterstützt dich. Sonst wäre es nicht die erste Wette, wenn wir da nicht sicher wären, oder? Naja, beim Hund weiß doch keiner, was in dem vorgeht. Wir stehen ein bisschen auf der Seite. Okay, ich glaube an Uno. Beruhigt ihn das? Willst du dich setzen? Ich nutze jede Gelegenheit, um mich hinzusetzen, okay. Ja. Der Hund auch übrigens, da sind wir uns einig. Ja, so. Gut. Der Hund kann übrigens neben... Ich bereite mal vor. Du bereitest ihn vor, wir machen uns keine Sorgen. Nein. Der kann nämlich neben Recyceln auch noch Yoga. So. Und wir wissen, dass du auch Yoga machst. Das ist nicht wahr, Doch. Ach, mein Hund Yoga. Das ist aber nicht Teil der Wette, aber Teil der Wetteinlösung. Wenn du deine Wette verlierst, dann müsst du die Yoga-Übungen, die der Hund vormacht, nachmachen. Klasse. Ist das okay? Thomas, hast du mein Kleid gesehen? Deswegen kam ich auf die Idee. Nein, komm, Thomas, also Yoga-Übungen mit Uno. Yoga-Übungen mit Uno. Und ich bleibe auf der Bank sitzen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Männer in so einem Yoga-Studio. Da sitzt du mit so einem dampfenden Buddha draußen. Und dann ist dann diese Musik, diese Wellness-Musik, da kriege ich schon zu viel. Aber es ist natürlich schön, wenn du da den toten Hund machst, oder wie heißt der? Nein, der tote Hund gibt es nicht, glaube ich, beim Yoga. Tote Hund. Wie heißt der? Wie sagt man den eben auf Deutsch? Der abartige Hund. Nicht der herabschauende Hund. Der herabschauende Hund, okay. Glaube ich, heißt das. So, also, ist er irgendwie... Auf Italienisch ist es cane guarda giù. Genau, der war es. Okay, gut, also dann ich glaube an ihn, er wird das schaffen, also ich habe da keine Bedenken. Wir bleiben mal hier und ich werde ein bisschen beschreiben, was passiert, damit unsere Kameras so und jetzt wir recyceln. Die erste Wette. Aufpassen. Uno, top, super. Das muss ich jetzt, top, die Wette gilt. Satieren. Okay. Oh, der hat gleich 2 auf einmal. Das kann doch nichts werden. Oh, warte mal. Wir machen es nochmal. Nochmal von vorne, komm. Das war ein bisschen dicht. Uno jetzt. Okay, die Spaghetti. Papier, jawohl. Das hat gepasst. Guck mal, das Publikum ist ganz nett. Sie klatschen nicht, damit er sich... Uno, ich sage ein bisschen ein Bio. Ich lese ihm nur vor, was auf dem... Uno. Bitte, Uno, ich will kein Yoga machen. Versemmel das nicht. Ja, na, lass doch los. Ja, Uno. Das war super. So. Ja. Jetzt. Papier. Ist das Papier? Papier. Jawohl, Uno. Wow. Das ist so süß. Ist das nicht der Wahnsinn, Thomas? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Was ist jetzt? Jetzt hat er Bier. Bio. Ja. Bravo, Uno, bravo. Leckerli, ein kleines Leckerli, komm. Nicht ohne Bio, nicht ohne, Quatsch, Uno. Uno, Bio, man wird ganz verrückt hier. Komm. Ja, okay, das ist wieder Papier. Nicht einsagen, gut. Okay, also das ist herrlich hier. Uno. Trau dir mal ans Plastik ran jetzt, komm. Das ist ja, Plastik. Plastik, jawohl. Ah. Super. Ah. Ich würde ihn so gerne knuddeln, du. Lass mal. Nein, kann man nicht jetzt. Uno, mach Leckerli. Mach dich verrückt.
Ja. Plastik, sehr das gut. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wow. Ja. Er kann das perfekt, Thomas. Ich ja, muss das hier mit meinem Kleid kein Yoga machen. Ja, Moment, hat er sich ein bisschen verzettelt hier. Nochmal Plastik. Ja. Ah. Aber einen Fehler darf er machen, oder? Einen Fehler darf er machen, ja, dann ja, haben ja. Wir haben schon gewonnen, Uno. Lass mal. Nochmal Papier. Versemmelt. Uno. Na komm. Ah, Mitarbeitergespräch wieder. Papier, jawohl, das ist war super. Richtig. Einen Fehler durften wir machen. Uno. Das ist jetzt Bio. Das ist Bio. Ah. Ja. Ja. Plastik. Ah. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, wirklich. Ah. Plastik auch. Plastik. Kann ich das zu Hause mit meinen Hunden auch irgendwie trainieren? Ja. Es wird ja immer schwieriger. Manche Frauen, manche Hunde wissen ja schon gar nicht mehr, ob die Frauchen in die Plastiktonne oder in die Biotonne gehört. Achtung. Fast geschafft, Uno. Uno, ja. Ja. Plastik. Ah. Ja. Na, Moment, ja, Moment. Jetzt kann man klatschen. Uno hat es geschafft. Das war super. Give me five. Und die ist ganz krass. Mach nichts. Give me five. Das war wirklich super. Ach, ich würde den so gerne mal knuddeln. Was sagt das Schiedsgericht? Wette gewonnen. Ich habe einmal kurz den Überblick verloren. Als du da was umsortiert hast, aber das war der einzige... Thomas, das war der Fehler. Der hat alles perfekt gemacht. Nee, wir hatten einen Fehler. Nur einer. Aber er hat die Deckel nicht zugemacht. Nein, aber ich glaube, da ist jemand, der das zumachen könnte, super. Oder? Nein, hatten wir denn nicht eine Überraschung für Uno? Nein. Nee. Okay, nein, dass du das... Gute Maus. Uno, der weiß morgen nicht mehr, wo der heute war. Super, mein Schatz. Das war so schön. Also sehr herrlich, gut. So als erste Wette. Und vor allem danke. Super. Ich muss kein Yoga. Kein Yoga, danke. Uno. Aber Uno, kann der mal eine Yoga-Übung vormachen? Du musst sie nicht nachmachen. Also als Hund können wir natürlich den herabschauenden Hund zeigen. Können wir Jascha? Hat der die nötige Ruhe? Das ist eine gute Dehnübung, das müssen wir jetzt erstmal gucken. Uno, mach mal flach. Super. Das heißt, wie beim Yoga müssen wir ihn erstmal ein bisschen beruhigen. Dass Namaste. Der Uno, klasse, stimmt. Wir werden ganz ruhig. Super. Wir werden ruhig. Uno, Dina? Wir atmen tief durch. Stopp. Dina? Oh nee, nochmal. Ich glaube, er braucht eine Matte. Ja, ohne Yogamatte geht's nicht. Prima. Ohne Matte. Ja. Und Dina? Wollen wir ihm eine Matte besorgen? Dina? Ja, da ist er. Oh. Das hätte ich machen sollen. Ja. Ja. Ah. Uno. Prima. Mega, mein Schatz. Erste Wette gewonnen, Vivian. Wie lange braucht man, um sowas zu trainieren mit einem Hund? Also, da haben wir jetzt tatsächlich ein Jahr dran trainiert, wobei ich auch sagen muss, er hat sich sehr schwer getan, weil er eben schneller, höher, weiter, das kann er gut, aber überlegen und nachdenklich und konzentriert arbeiten, das fällt ihm nicht so leicht, wie man sieht. Und dementsprechend hat er sich mit der Übung einfach schwer getan. Es war aber eine gute Auslastung für den Alltag und dann hat man auch einen guten, glücklichen Zuhörer. An was wollt ihr jetzt arbeiten? Der dreht doch durch, wenn die Müllabfuhr kommt nächste Woche. Tja, jetzt müssen wir uns tatsächlich eine Ersatzbeschäftigung suchen. Jetzt mal, müssen wir eine Ersatzbeschäftigung suchen. Schläft denn Uno bei Ihnen im Bett auch? Also, der darf tatsächlich auch im Bett schlafen, offensichtlich. Ja. Komm her. Aber er schnarcht. Pause. Super. Er schnarcht tatsächlich, ja. Wirklich? Ja. Es liegt ja gerne in Rückenlage und dann ich habe das Problem, muss man ihn manchmal wecken. Meine Hunde dürfen bei mir im Bett schlafen. Ich weiß, das darf man eigentlich nicht. Ja, aber bei ihr ist das Problem, dass sie schnarcht. Nein, das stimmt nicht. Die Hunde sagen was anderes. Aber jetzt denken alle, warum weiß Thomas sowas? Ich war schon oft vor ihrem Bett gelegen und habe gejault, aber... Also vielen Dank, Vivian. Das war große Klasse. Toll. Wir bringen die noch nach Hause. Danke. Das heißt euch beide. Ein großer Applaus für Vivian und ihren Uno. Ja. Sie kann auch Bettkönigin werden, oder?
Na, die kann natürlich Wettkönigin werden. Nur wie alle Kandidaten heute Abend. Was kann man denn da gewinnen? Es geht heute um 50.000 Euro. Also am Ende der Sendung werden wir wieder einen Wettkönig oder eine Wettkönigin oder einen Wetthund haben, je nachdem, und werden den mit 50.000 Euro nach Hause schicken. Aber wir haben auch eine Kinderwette, wie wir wissen, findet die ja immer ohne Konkurrenz statt. Also das ist eine andere Geschichte, die kriegen ihren Preis gleich. Ja. Und wir werden auf jeden Fall, Dankeschön, wir werden alles das haben, auf was Sie sich mit Recht freuen bei Wetten, dass Kinderhunde hatten wir schon, aber natürlich auch Weltstars. Es dauert ein bisschen mit dem Aufbau. Wir sind davon aber ausgegangen, mal, ja, dass ich, du den herabschauenden Hund machst. Ja, schade, ne? Ja. Aber ich bin echt happy, weil mit diesem Ausschnitt, das wäre ein Problem gewesen. Da bist aber du die Einzige, die happy ist. Nein, Thomas, ich staune gerade. Weißt du, es ist so lange Zeit her, so ein großes und schönes Publikum. Weißt du, jetzt in dieser Zeit ist es wirklich etwas, das ist emotional. Also schön, ja, dass ihr da seid. Volle wirklich. Hallen ist man nicht mehr gewohnt, aber wir freuen uns natürlich. Jetzt kommt gleich was ganz Spektakuläres. So. Ja. Sie bauen hier um, wir sind live. Und ja, ich überlasse dir jetzt. Ja, na, ich präsentiere dir das. Also deine Wette hast du ja nun tatsächlich gewonnen. Und viele Menschen schauen natürlich zu Recht, Wetten, dass wegen der Wetten an. Und die sind heute toll, das darf ich Ihnen sagen. Aber Sie sind von mir natürlich auch gewohnt, dass wir Ihnen Weltstars präsentieren, was in Zeiten der Pandemie nicht so ganz einfach ist. Die sind ja alle in ihrer Bubble drin. Teilweise dürfen sie nicht raus, teilweise wollen sie nicht raus. Aber wir müssen, um Weltstars zu finden, ja auch nicht mehr ins Ausland, denn wir präsentieren Ihnen die erfolgreichste deutschsprachige Künstlerin aller Zeiten. Das ist sie tatsächlich, aber es geht hier nicht nur um Verkauf oder um Downloads, sondern sie ist tatsächlich auf Augenhöhe mit Stars wie Beyoncé, Taylor Swift, Rihanna, ja, und sie performt heute zu zweit. Herzlich willkommen, Helene Fischer. Und bei uns geht es jetzt von 0 auf 100.
Abend. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Ja, Helene, ich habe das ja mit diesem Hype nie geglaubt, bis ich ihn selber erlebt habe. Die sind wirklich bei alle. Bei dir selbst? Nein, nein, bei dir. Die sind wirklich alle verrückt nach dir. Und natürlich, ja, guck mal. Hallo, Michelle, Helene. Helene, Helene, wunderschöne Michelle. Frau. Hallo, es ist so schön, dich wiederzusehen. Hallo. Kann ihn nur zurückgeben, wie toll. Achtet bitte wie darauf, toll, dass ich in die Mitte komme. Natürlich. Natürlich, lieber Thomas. Dankeschön. Ja, wenn man das so erlebt, und ich habe das jetzt schon mehrere Male erlebt bei dir, dann sagt man, wow. Wie hält ein Mensch das aus? Wie erklärst du dir diese Begeisterung? Denkst du manchmal darüber nach und sagst, ich stehe doch nur auf der Bühne und singe, sind die alle wahnsinnig oder kannst du das nachvollziehen? Nein, am besten denkt man auch nicht darüber nach, sondern nimmt es, ich bin wirklich auch noch ein bisschen ergriffen, als absolutes Geschenk an, dass die Leute so mit einem fiebern, mit einem lieben und mit die Energie so teilen, das ist ein absolutes Geschenk. Also danke nochmal an dieser Stelle. So schön. Ja. Und bis die Leute in Nürnberg mal von den Sitzen springen, dann muss schon was passieren. Entweder es kommt ein älterer, gebrechlicher Herr oder sie sind wirklich begeistert. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Das ist ein wunderschöner Auftakt heute und für nirgendwo, mich. Das ist ja deutschlandweit so. Und es ist ja fast ein deutsches Phänomen, weil diese Begeisterung, die dir entgegenkommt, das ist ja nichts typisch Deutsches. Es gibt ja viele Künstler, die sich ein bisschen beschweren, das internationale Publikum wäre einfacher, wäre leichter zu begeistern. Da kannst du nicht gleich einstimmen in diesen Chor. Nein, tatsächlich nicht. Also ich darf das auf meinen Konzerten immer wieder erleben und da geht ganz schön die Post ab. Also ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich wieder live auf die Bühne darf. Also wir zelebrieren das in vollen Zügen. Und, du sagst immer, du empfindest das auch als Geschenk. Also wenn ich in einen Supermarkt und an eine Tankstelle vorbeikomme, denke ich immer, oh Gott, die arme Helene, wie hält die das aus? Das kann doch kein Geschenk sein. Das ist ja was ganz anderes. Ich meine, das ist hier wirklich meine absolute Leidenschaft. Das ist mein Job. Dafür bin ich auch irgendwo geboren. Ich bin Künstlerin durch und durch. Und natürlich, das, was du gerade ansprichst, Das sagst du, muss man aushalten. Anscheinend. Also ich meine, ich liebe dieses Thema nicht wirklich. Das weißt ich du. Weiß, aber trotzdem, aber wenn ich dich nach der Schwangerschaft nicht frage, sagen die morgen alle, der Gottschalk, der Trottel, der wusste gar nicht, dass die schwanger ist. Ja. Aber ich weiß es, ich frage dich nichts, aber ich mache das mal so, wie diese Yellow-Redakteure, die machen das immer so hintenrum. Die würden jetzt fragen, hat man es aufgeschrieben, du hast in deinem Album auch Persönliches verarbeitet. Wir wissen ja, Trennung, neue Liebe, sowas wirbelt einen ja doch ganz schön durcheinander. Mhm. Wie antwortest du da? Mach mich fertig. Ja, das ist natürlich, als Musikerin habe ich das logischerweise alles verarbeitet, aber nicht in der Form, wie es da sag doch einfach, das geht dich gar nicht an. Das traust du dich auch nicht, oder? Naja, also klar, dir würde ich es erzählen, der Presse natürlich nicht. Ah ja. Aber Helene, jetzt also als dreifache Mama, du hast so einen schönen Glanz in deinen Augen. Das sagt alles. Dankeschön. Oh. Und das ist wirklich das Schönste im Leben. Also, ich freue mich so sehr für dich, jetzt abgesehen von Fragen oder nicht. Das ist einfach der schönste Moment im Leben. Und wir gönnen dir alle und deswegen sind wir auch happy. Also, wenn wir schon beim Müttergespräch sind, Frage. Es gibt ja unterschiedliche Denkweisen bei jungen Frauen heute. Die einen sagen, ich stecke das weg, am besten mache ich 2 Wochen, nachdem das Baby da ist, gleich weiter, als wäre nichts geschehen und beweise auch mit meinem flachen Bauch, dass ich das alles weggetanzt und weggejoggt habe. Oder man sagt, ich genieße das, ich lasse mir die Zeit, ich sehe nach der Geburt aus, so wie man auszusehen hat, wenn man ein Kind auf die Welt bekommen hat und wie ich immer aussehe. Aber die Frage, wie hast du die Planung angeführt jetzt? Das erzähle ich dir dann hinter der Bühne, lieber Thomas. Also ehrlich gesagt, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das sollte auch jede Frau logischerweise nicht tun, sich zu viele Gedanken zu machen, wie sie danach aussieht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Genau. Ja. Genau. Wenn du willst, kann ich dir sagen, dass ich 18 Kilo zugenommen habe beim letzten Kind und ich habe die geliebt, die 18 Kilo. So. Ah. Weil man da essen kann, was man möchte. Das ist da so schön. Ja.
Pizza. Ich habe schon geschafft, ohne Kind 18 Kilo zu nehmen. Das glaube ich dir nicht. Ja. Also zurück zur Musik. Dein neues Album Rausch ist natürlich auch in, wie das heute üblich ist, vielen Bildern zu sehen. Es ist ja nicht nur Musik, sondern du machst ja auch viel Action. Da ist Tanz dabei, da ist Performance dabei. Und es gibt sogar eine Doku, die läuft im ZDF noch bis zum 14.11. im Rausch der Sinne. Das ist eine musikalische Reise durch dein aktuelles Album. Ja. Was macht denn diesen Film, was macht denn diese Doku so besonders? Na, wir haben, wie man hier auch sieht, wir haben die Songs in so Musikvideoclips verpackt und dazwischen gibt es aber sehr persönliche Einblicke von mir. Also ich erzähle über die Songs, über das Album und ich finde, es ist eine wunderschöne Mischung geworden aus Tanz, aus Performance, aber auch eben von sehr persönlichen Momenten. Ja, intim ist, was ich da auch einfach, ich lasse so ein bisschen in mein Herz blicken, so wie ich es ja auch mit dem Album meine Maskenbilderin sagt immer, und lang dir bitte nicht in die Haare, das sagt deine offensichtlich nicht. Nee, das kann man mir tatsächlich auch nicht verbieten, weil ich das ständig mache, ja. Du bleibst die ganze Zeit bei mir, du musst nicht zum Flieger, oder? Nee, also ich habe nichts vor und, heute Abend. Ja. Natürlich hat unsere Helene eine wahnsinnsschöne Wette. Die hat eine schöne Wette. Und ich versuche so lange zu überziehen, dass ich eventuell noch den Taufpaten hinkriege. Pass auf, du hast die Kinderwette. So ein, ja, so ein Zufall. Eine ganz niedliche Wette. Ich habe übrigens, ich muss noch mal anfangen. Ich habe deinen Thomas, wir wollen davon gar nicht reden, vorher getroffen. Und das ist ein super Typ. Also viele, absolut. Ja. Ja, absolut, und das ist ein toller Typ. Ich hab mich gebremst zu sagen, nimm den doch einfach mit, das würde ich dir nie antun. Aber das ist ein ganz cooler, sympathischer Geselle, geht so ein bisschen in meine Richtung, auch vom Namen her. Und wir kommen zur Kinderwette. Okay, alles klar. Der Achtjährige, ja, das musste ich sagen, weil ich habe den gesehen und der ist wirklich, wirklich gut für dich, sag ich mal. Ich weiß. Und wenn du seinen Segen hast, dann ist alles meinen okay. Meinen Segen. Und ich gebe den. Hast du meinen auch gesegnet? Naja, beim Ramazzotti war ich mir nicht so sicher. Das ist der, ich meine, der jetzige. Tommaso, Tommaso. Da ist auch, die heißen alle Thomas. Deiner heißt Thomas, deiner heißt Thomas. Ich heiße Thomas. Kannst du ihn bitte segnen? Soll ich ihn segnen? Ja. Meinst Tommaso. Du, das hilft? Die Italiener glauben ja an sowas. Das mache ich nachher. Okay, danach. Innerhalb der Sendung werde ich nochmal die Partnerschaft von Michelle besiegeln und besegnen. Wir kommen zur Kinderwette. Bring mich hier nicht raus. Der achtjährige Emil wettet, dass er mit den Füßen an den Halteschlaufen hängend durch eine U-Bahn klettern kann, um seine Fahrkarte abzustempeln. Ja, dafür hat er 2 Minuten 30 Zeit. Und er ist ein cooler Geselle. Er ist ein bisschen jung für euch. Aber hier ist er. Herzlich willkommen, Emil. Hallo, Emil. Hi. Yeah. Wie geht's dir? Gut. Du bist gut drauf, oder? Ja. Das machst du super. Emil. Also, ich überlasse dir den Emil, denn er hat eine Familie dabei. Ich gehe zu deiner Mama, zu deinem Papa. Wir sehen uns später, okay? Das ist Tante Michelle. Hi, Mama. Hallo. Hast du mich schon mal gesehen im Leben? Wen? Na gut. Hab mich richtig zugehört. Damit müssen wir jetzt leben. Das ist der Nachwuchs. Okay. Ich bin der Tommy. Du kannst aber Herr Gottschalk zu mir sagen. So. Ja, okay. So. Pass mal auf, dann nehmen wir mal hier Platz. Jo. Und du bist ein bewegliches Kerlchen, aber auf die Idee muss man ja erst mal kommen, dass man sich an den Füßen... Ja. Nicht in diesem Ton, Emil. Immer ganze Sätze, ja? Okay. Gut. Wenn du das so willst. Wie kamst du denn auf die Idee mit dieser U-Bahn? Ich bin U-Bahn gefahren und dann habe ich halt diese Schlaufen gesehen und dann wollte ich an denen über die Erwachsenen klettern, weil die Schlange halt so ultra lang war. Überall saßen Erwachsene rum? Ja. Sag mal, hast du deine Karte überhaupt dabei? Da muss ich mal gerade gucken. Jupp. Gut. Und die werden wir jetzt abstempeln und zwar da vorne. Jupp. Und du darfst hier diesen Weg nicht mit Füßen berühren, du wirst dich an deinen Füßen dahin hangeln. Also ich darf den schon berühren, wenn ich runterfalle, mache ich eine Schlaufe weiter und gehe durch. Ja, am Ende darfst du runter, aber du darfst zwischendurch, wenn du runterfällst, musst du nochmal von vorne anfangen. Ja. Gut, erklär mir das ruhig. Emil,
Jetzt gucken wir mal, ob es die Michelle geschafft hat zu deiner Familie, dass wir da mal guten Tag sagen. Michelle. Ja, ich bin hier mit Papa Felix. Hallo. Bist du aufgeregt? Weil Emil ist gar nicht aufgeregt. Ja, ich bin für ihn definitiv mit aufgeregt. Gar keine Frage. Wie habt ihr das zusammen trainiert? Also, wir sind tatsächlich überhaupt nicht involviert, sondern er hat das mit seiner Turntrainerin, die Idee umgesetzt, der Lucina Treta. Und, die grüßen wir natürlich. Die grüßen wir. Die hat ihn super vorbereitet und die haben ein halbes Jahr lang jeden Tag geübt. Wir kommen aus dem Ahrtal und wir haben ihn an der Brücke abgegeben, damit Lucina ihn an der anderen Seite abholen konnte, weil wir nicht mehr rüberkamen. Oh. Wir grüßen das Ahrtal. Und La Mama, La Mama, wie ist mit deinem Herz heute Abend? Also ich bin total aufgeregt, aber ich weiß, dass der Emil das rockt, weil er will das unbedingt und er hat es wirklich drauf. Also die Lucina hat ihn wirklich darin nur unterstützt, dass er diese Wette machen kann und die zwei sind echt ein Dreamteam. Und hier ist sogar der beste Freund von Emil, der Fritz. Hallo Fritz. Hi. Wie geht's dir? Gut. Drückst ihm sehr, sehr die Daumen, oder? Ja, das mache ich schon. Okay, bist du aufgeregt für ihn? Ja, ziemlich. Aber er schafft das. Er schafft das, ja, genau. Yeah. Ja, und Emil, sag mal. Also Emil ist ja ein super Schüler. Und also das Emil. Ist speziell Thomas, weil er wollte unbedingt seine Lehrerin hier dabei haben heute Abend. Frau Schlesinger ist dabei, da hinten. Sag mal, Emil, warum wolltest du deine Lehrerin dabei haben? Er braucht den Druck. Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja. Ja, okay, ja. Also wir drücken dir hier alle die Daumen und Helene, ja. Du weißt, du musst dann später dann auf diese Wette tippen und falls du verlierst, hast du natürlich auch einen Wetteinsatz. Und hinter den Kulissen, da sind zwei Megastars, Social Media Megastars, das sind Lisa und Lena und die berichten über Wetten, das Backstage. Du weißt, die machen ganz spezielle Sachen auf Instagram und ich sag dir später, was du machen musst mit den beiden Backstage, falls du die Wette verlierst, okay? Okay. Aber zuerst wollen wir sie mal reinkommen lassen. Lisa und Lena, 19 Jahre alt, Zwillinge. Hallo! Hi! Ach, cool! Ja, hallo Lisa, hallo wow. Lena! Na? Hallo! Herzlich willkommen! So hi, hi, girls! Also Thomas, diese zwei haben 16,5 Millionen Follower nur auf Instagram und ich weiß nicht, wie viele... Ich habe, glaube ich, 80. Ja. Nein, was? 1000 sind also irgendwas. Ganz, ganz große Stars, ja. Und die berichten hinten hinter den Kulissen über Wetten, das. Wie, was ist los da hinten? Wie ist das? Gut, also bis jetzt läuft super. Ich habe meine Haare gerade geschnitten bekommen von Joko und Klaas. Mega krass. Udo Lindenberg durften wir gerade auch treffen. Thomas, mit dir haben wir gestern geredet. Mit dir haben wir ein cooles Video gemacht. Ich meine, ihr seid hier die Superstars, nicht wir. Wir sind total froh, hier zu sein, aber ich kann mich nicht beklagen. Läuft gut. Ja. Und wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, deswegen checkt doch einfach die Social-Media-Kanäle ab. Ganz genau, das machen wir, weil es gibt ganz viele Fans. Thomas, was hast du für ein Verhältnis mit Social Media? Ein ausgesprochen positives. Check doch einfach mal die Social-Media-Kanäle aus. Okay, okay. Also Helene. Mega. Helene, falls du die Wette verlierst, dann müsstest du eine Musik-Challenge machen mit diesen zwei Girls. Okay. Und das ist eine sehr schwere Musik-Challenge. Okay. Bist du bereit dafür? Du, ich lasse mich drauf ein, auf jeden Fall. Ja, klar. Okay, okay, dann vielen Dank, Lisa und Lena. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Gute Arbeit hinter den Kulissen. Viel Glück. Wo gehst du? Du guckst da durch. Eine Runde. Okay, Thomas. Lisa und Lena, 16 Millionen Follower. Gehörst du auch dazu? Nein. Wem followst du? Vinny Piano. Vinny Piano. Aha, Vinny Piano. Was macht der so? Spielt der Klavier? Nee. Nein, ja, er spielt auch Klavier und er macht Trampolintricks. Trampolintricks, du auch gerade, hm? Ja. Komm, dann mache ich jetzt weiter Trampolintricks und du machst hier deine Wette. Okay. Kann ich schon einen Wetteinsatz haben? Wir die Tippabgabe jetzt, Helene. Ja. Glaubst du, dass er das schafft, unser Emil hier? Also er wirkt so souverän und sehr selbstbewusst. Ich glaube, das hat er im Schlaf, macht er das. Ich glaube definitiv an dich, Emil.
Da bin ich mal gespannt. Also mein Enkel Jameson, der schaut heute zu, der tippt jetzt auch auf dich. Das ist so deine Altersklasse. Okay. Oh, das ist eine coole Socke, hä? Huh? Du bist im Fernsehen. Weißt du noch, was das ist? Ja? Also dann würde ich jetzt mal sagen, geh in die Anfangsposition. Und wenn du hängst, okay, dann sage ich, top, die Wette gilt. Und jetzt ist Emil unterwegs. Er bringt sich jetzt in Schwung und wird sich jetzt von Schlaufe zu Schlaufe. Komm Emil, ich weiß, dass du das schaffst. Ich weiß, dass du das schaffst. Komm Emil, komm an. Coming, komm, coming, komm, coming, 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 coming. So, jetzt ist er am Ende angekommen. Jetzt entwertet er. Er hat noch eine Minute und 45 Sekunden. Er ist aber so zügig unterwegs, dass wir uns um die Zeit gar keine Gedanken machen müssen. Wieder einhängen. Und hoch damit, jawohl. So, und jetzt schaukelt er zurück. Er gibt wieder Gas. Sehr sauber macht er das. Denn wenn er zu viel schaukelt, dann fällt er natürlich runter. Er muss genau austarieren, wie weit er in Schwingung sein darf, ohne dass es zu viel wird. Noch eine Schlaufe, Emil. Oh. Wette gewonnen und noch 45 Sekunden Guthaben auf dem Zeitkonto. Guck mal, Papa ist begeistert, Mama ist begeistert, Helene Fischer ist begeistert. Emil, ich nehme dich mit, ich muss ihn unbedingt abklatschen. Gratulieren, Thomas. Mein Gott. Guck mal, Helene Fischer kommt jetzt zu dir. Oh mein Gott. Ja. Schauen wir kurz. Oh mein Gott. Steh mal auf und sagen wir anständig den Damen guten Tag. Ich muss dich abklatschen. Ich nehme dich mit auf Tour, sag mal, 2023, wenn du das so entlang weißt, was das bedeutet. Moment. Das ist ja herrlich. Da werden die Fans jetzt hellhörig. Du hast gerade gesagt, ich nehme dich mit auf Tour 2023. Ja. Ist da was geplant? Ja, wir planen eine große Tournee wieder mit Cirque du Soleil auch wieder mal. Und da wird natürlich Akrobatik wieder auch ein Teil davon sein. 2023, da bist du auch schon fast 10. Ja, eben. Das wäre natürlich eine Show-Performance. Dann sagt sie, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Dann sagst du, nö. Und dann sagt sie, das war doch beim Thomas Gottschalk, so schaffe ich es auch in die Show. Und dann komme ich raus und sage, ja, es war bei mir. Aber Thomas, das sah so leicht aus. Aber Helene kennt sich mit Akrobatik. Also, sie weiß, wie das ist. Das war unstabil, das ist so schwierig. Das war auf jeden Fall nicht leicht. Das war nicht ja. Das wollte ich sagen. Nein. Das ist nicht leicht. Das war nicht leicht. Das sah leicht aus, aber ist ja nicht. Emil. Super hast du das gemacht. Siehst du deine Mama von hier? Ja. Gut. Das ist die Mama. Und wenn eine Frau sich auskennt mit Männern, die an der Decke baumeln, dann ist es Helene. So ist es. So. Bring dich in Sicherheit. Ja. Ich habe mit zurück. Emil was zu besprechen. Emil, guck mal, wir sind in Nürnberg losgefahren. Ja. Und sind jetzt in Rostock. Nürnberg Messe. Hier sollte eigentlich was stehen. Jetzt steht es da. Kannst du das lesen? Ja, Rostock. Was verbindet dich mit Rostock? Da wohnt Vinipiano. Schon wieder Vinipiano. Mann. Findest du den toll? Ja. Wenn du die Wahl hättest zwischen mir und Vinipiano, wen würdest du nehmen? Beide. Mich hast du schon und hier ist Vinipiano.
dein Hero. Hey. Hi. 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 Ja? Hallo. Vinny Piano. Hi. Na? Ja. Alles gut? Ja. Erstmal Glückwunsch zu gewonnenen Wette. Das hast du ja super gemacht. Mega! Und Mama, schreibt mal wieder so. Mega. Ich habe gehört, Emil, du bist ein großer Fan von mir, ne? Und du hast wir zeigen mal dem Rest der Welt, was der Vinny so treibt. Also Klavier ist es nicht, hat er mir schon verraten. Guck mal, das bist du. Hoppala. Ja. Ah, wir hatten gerade so einen durchgedrehten Hund hier, der hat ähnliche Boah, guck dir das an. Also deine Mutter macht sich ständig Sorgen um dich, glaube ich. Hätte auch daneben gehen können, das war knapp gerade noch so ins Becken rein, oder? Ja. Hier. Und das sind deine Fans. Das ist schon mal ein, ne? Du, Emil, ich habe ja gehört, du bist ein großer Fan von mir. Und du hast dir schon immer mal gewünscht, dass wir zusammen eine Runde Trampolin springen. Und ich würde sagen, genau das werden wir machen. Wir werden zusammen eine Trampolinhalle fahren. Ich bringe dir ein paar Tricks bei. Wir machen uns einfach einen richtig schönen Tag. Oder? Ja. Cool. Ja. Also ein paar Tricks kann ich ja schon. Das Vorwärtsseite und Rückwärtsseite kann ich schon. Ah, okay. Der Mann hat mich kennengelernt, hat Helene Fischer kennengelernt. Aber den Mund hat er deswegen nicht so aufgesperrt wie bei... Der ist wirklich toll, ne? Oh. Ja. Möchtest du gleich mit ihm hier gemeinsam dich verabschieden? Das ist dein Geschenk, dieser Mann. Okay. Ja. Müssen wir bei Helene vorbeigehen? Ich weiß nicht so. Winnie, ich bin stolz auf dich. Danke. Ich habe auch so angefangen. Du mit Locken, du könntest was werden. Gut. Dann gehen wir alle drei jetzt mal los. Vinny Piano und mein Wettkandidat Emil. Zwei glückliche Menschen. Na komm. Schön, dass du da warst. Ja. Thomas! Das sind die neuen Helden, ja. Das war so. Süß, oder? Das war wirklich süß. Toll, ja. Ach, super, super. Du weißt, wir haben eine fantastische Außenwette heute Abend. Eine spektakuläre Außenwette. Und da hier am Sportplatz neben der Halle, da wartet Giovanni Zarella und Dennis Kropp. Und die wollen uns jetzt diese Außenwette mal präsentieren. Wollen wir mal zu denen schalten? Unbedingt. Giovanni Zarella. Giovanni! Das klingt natürlich erstmal nach Italien. Giovanni! Ciao, Giovanni! Buonasera! Endlich mal ein Landsmann! Buonasera, ma che bello! Einen schönen guten Abend. Michelle, che bello vederti, che bella che sei. Un abbraccio. Ma allora adesso possiamo parlare l'italiano tutta la sera? Un po', dai, smettiamola. Okay. Ich fang bitte jetzt nicht an, nur an zu singen, ihr Italiener. Nein, um Gottes Willen. Wir sind in Nürnberg. Thomas, wir sind in Nürnberg, so ist das. Und ich möchte mich bedanken für die Einladung. Ich bin unglaublich stolz, wir sind unglaublich stolz, heute Abend zu Gast zu sein beim größten Showmaster Deutschlands, Thomas Gottschalk. Ja. Er macht alles richtig, er macht alles richtig. Das steht hier nicht drauf, das habe ich allein gesagt. Ist so. Helene, auch von uns allen nochmal einen lieben herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Das Schönste auf Erden ist und das Beste auf Erden sind unsere Kinder. Alles, alles Gute dir. Danke, Giovanni. Von Herzen gerne. Ja, Giovanni, wir Außenwette. Wir sind. Mit wem stehst du da? Was passiert da draußen? Wir sind gar nicht so weit entfernt von euch. Wir können es euch zeigen. Wir sind nur wenige Meter entfernt von der Messehalle. Ja. Auf einem Sportplatz. Ja. Und hier haben wir eine wirklich da? Sehr, sehr besondere Außenwette vor. Michelle, eine sehr besondere Außenwette. Ich kann schon verraten, es wird ein Wettkampf. Ein Wettkampf. Auf meiner rechten Seite die Sprint-Mix-Staffel aus Österreich. Und wie schnell die sind, das verrate ich euch jetzt mal. Olympia-Halbfinalistin. Ah. Staatsmeisterin über 200 Meter. Staatsmeister über 4x400 Meter. Und der beste
der führende der U18 der Weltbesten. Also das ist unglaublich. Also das ist schon mal ein Riesenapplaus wert, also finde ich, aus der Halle. Also ganz große Athleten sind dabei. Wir hören euren Applaus übrigens hier. Wir haben hier draußen Boxen stehen und wir sind alle sehr, sehr motiviert. Aber ich sehe, neben dir steht auch, da stehen Freiwillige. Ja, wir haben hier noch ein paar Menschen stehen. Die Freiwillige Feuerwehr in Amt Hohe Elbgeest so. Und Dennis Kropp. Und auch die können richtig laut sein. Aber so ist es! Mehr wird nicht gespoilert hier. Also das ist mehr wird die nicht Außenwette, gespoilert. Zu der kommen wir gleich. Gespoilert. Was ich noch sagen muss, Thomas, was ich noch sagen muss, ist, ihr seid nicht allein gekommen, ihr habt 4 nagelneue Löschfahrzeuge dabei und ein Spezial-Go-Kart. Und damit passiert gleich was. Wow. Gut, okay. Also, es gibt die Feuerwehr, es gibt eine österreichische Staffel und es gibt ein Go-Kart. Mehr wird nicht verraten, weil jetzt bin wieder ich dran. Giovanni kommt nächsten Samstag, darüber reden wir noch. Jetzt ja. Gehen wir mit mir ein bisschen zurück in die 70er Jahre. Da war das alles noch ein bisschen einfacher. Da hat man bei der Musik mitgesungen, man hat getanzt, man hat gelacht, man hat geweint. Aber selten ging das bei einer Band. Bei einer ging das auf jeden Fall. 40 Jahre haben sie Pause gemacht und zum ersten Mal sind sie mit einem neuen Albumangebot zurück. Und man wird auch, wenn man diese Musik hört, gleich wieder 40 Jahre jünger. Es gibt viele ZDF-Zuschauer, die das locker hinkriegen. Der Emil, der ist weg. Insofern freuen wir uns jetzt auf einen Rückblick auf die große Zeit von ABBA. ABBA ist Kult. Ihr Durchbruch überraschend. Song Contest, la chanson gagnante, c'est Waterloo. Waterloo auf Triumphzug, überall in Europa. Ersten Mal im deutschen Fernsehen eine schwedische Gruppe. Auch Deutschland im ABBA-Fieber. Agneta, Björn, Benny und Annifried. ABBA. Zwei Pärchen schreiben Popgeschichte. Sie machen Alarm. Der Ritterschlag. Auftritt auf der royalen Hochzeit. Dancing Queen wird zum Mega-Hit. 6 Millionen verkaufte Tonträger. ABBA erobert die Welt. Legendär ihre Greatest Tour. In Australien echte ABBA-Mania. Der ABBA-Kult überschwemmt alles. Ihr Fernsehspecial hat mehr Zuschauer als die Mondlandung. Dancing Queen. Über 400 Millionen verkaufte Alben, 17 Nummer 1 Hits. Anfang der 80er überrascht ABBA mit Pause. Es gab ja nie ein Ende von ABBA. Ist das richtig? Ja, es ist nur eine Pause. Aber wie lang die Pause werden sollte, das wissen wir nicht. Die Magie von ABBA lebt weiter. Und wir wissen inzwischen, wie lange die Pause gedauert hat. Es waren 40 Jahre, aber jetzt ist die Pause rum. Hier sind Björn und Benny von ABBA. Helene Fischer, Michelle Hunziker, bitteschön. Ja. Wow. Setzen wir erstmal die Mädels zusammen. Hello. Wir wollen nice die Jungs nicht gleich überfordern. Yeah. You want to get in the middle? Yeah. No, okay. Absolutely. What do you want me? You go where you want. Soll ich hin? You are the stars.
It's the year of the big comebacks. The year of the big comebacks. Er sagt, das Jahr der großen Comebacks. Also bei mir hat es 10 Jahre gedauert, bei euch sind es 40 Jahre. Aber es fühlt sich immer noch gut an, gell? Ihr hättet noch mal du hättest noch mal 30 Jahre warten sollen. Dann wird es eng bei mir, wenn ich noch mal 30 Jahre warte. Ich habe es nicht länger ausgehalten und habe gedacht, ich schlage noch mal zu. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ich den Abend mit euch feiern darf. Euer neues Album kam gestern auf den Markt. Ihr hättet heute in Los Angeles sein können, ihr hättet in Tokio sein können. Die ganze Welt hat sich nach euch gerissen. Warum habe ich das Glück, dass ihr heute in Deutschland sitzt? Well, Germany is such an important place for us. Nun, Deutschland ist für uns ein so wichtiger Markt. Und ich hätte ja gesagt, als wir die Runden sozusagen gemacht haben bei den ganzen Fernsehstationen in den 70er Jahren, dann war Deutschland ja ein Land, das hätten wir am meisten. Ja, wir waren eigentlich immer in Deutschland. Und du bist ja auch total nett, das darf man nicht vergessen. Ja. Erinnert ihr euch wirklich noch an unsere letzte Begegnung? Ich habe mich gar nicht mehr so genau erinnert. Annafried war mit dabei. Ja. Also es ist ja immer so, die Herren sind natürlich immer noch etwas unternehmungslustiger. Die beiden Damen haben gesagt, macht das ohne unternehmungslustiger. Uns. Unternehmungslustiger. Das ist ein schönes deutsches Wort. Ja. Was heißt unternehmungslustig auf Schwedisch? Unternehmungslustiger. Aber euer neues Album heißt Voyage. Es ist ja eine wahnsinnige Reise, die ihr zurückgelegt habt. Was war denn in den letzten 40 Jahren? War es dann langweiliger? Habt ihr mehr an die erste Hälfte eurer Reise gedacht? Oder war die zweite, der ruhige Teil der Reise, der schönere Teil? Well, we've done a lot of over these past 40 years. In den letzten 40 Jahren erlebt und gemacht. Ja, wir haben ja immer zu arbeiten. Komponiert. Musikal. Dieses Mamma Mia war ja genial. Und noch zwei andere. Ich war ja bei der Premiere von Chess in London. Viele erinnern sich gar nicht mehr, dass das ein ABBA-Musical ist. One Night in Bangkok kennt viele noch, aber... Could have been an ABBA-Song. Hätte ein ABBA-Song werden können, Ja. Aber da waren viele tolle Sachen drin. Das gab es ja noch auf CD damals. Wie hat sich denn das Musikgeschäft geändert? Das Fernsehgeschäft hat sich wahnsinnig geändert. Es gibt heute 30 Mal so viele Kanäle wie zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Aber das Musikgeschäft, das Helene ja inzwischen kennt, ist auch ein ganz anderes. Da geht es nicht mehr um Plattenverkäufe, da geht es um Downloads, da geht es um Playlists, da geht es um Provider, um Plattformen, die Musik spielen. Ist das eine Es gibt ja auch jeden Tag 80.000 neue Songs bei Spotify. 80.000 pro Tag. 1% davon kommt vielleicht von den größeren Firmen, aber dann gibt es noch andere 90%, 99%, die vielleicht in der Küche was gesungen haben, die landen auch alle bei Spotify. Aber als ich erzählt habe, dass ich euch in der Sendung habe, haben einige junge Leute gesagt, ABBA kenne ich nicht. Aber wenn Sie eure Musik hören, sagen Sie, toll, ich wusste aber nicht, dass das von ABBA ist. Ist das ein Phänomen für euch, dass die Leute Thank You for the Music mitsingen können, ohne zu wissen, dass das Lied von euch kommt? It's a mystery. Für uns ist es auch ein Rätsel. Das ist aber so passiert. Jeder sagt das ja. Sie sagen alle, sie kennen die Lieder. Aber wenige sagen, warum sie die kennen, woher sie die kennen. Das ist wirklich ein Rätsel für uns. Jetzt haben sie es in den Genen. Ja, in meiner auch. Und ich merke auch, wenn ich im Radio ABBA-Song spiele, das sagen ja auch viele Musiker, dass das eine klassische Musik ist, die wirklich gut ist. Ich verstehe wenig von den inneren Zusammenhängen von zusammengebauten Tönen. So viel gibt's nicht. Helene, wie beurteilst du die Musik von ABBA? Naja, das sind natürlich Legenden und es sind Klassiker und ich glaube, viele, viele Menschen, oh mein Gott, es sind so viele Menschen damit groß geworden. Ich habe es gerade hinter der Bühne auch gehabt, meine Maskenbildnerin zum Beispiel, die sagt, ihre Mutter, ein Riesenfan, und sie ist natürlich jetzt auch irgendwo geprägt worden in ihrer Kindheit durch diese Musik, und sie hat auch gesagt, wie toll, dass die beiden heute hier sind, wie schön. Du kämpfst gerade mit Ed Sheeran um den Platz 1 der deutschen Charts, genießt ihn, solange ihr ihn habt, das neue Album kommt gerade raus.
Seid ihr, verfolgt ihr das, checkt ihr die Playlist und sagt, sind wir schon Nummer 1 oder ist euch das inzwischen egal? No, yeah, we do right now, because, ja, machen wir ja gerade, natürlich, das ist ja was Neues. Yesterday? Gestern kam das Album raus so, und da will man natürlich wissen, was läuft. Universal, unsere Plattenfirma, die schickt uns immer Listen. Alle 4 Stunden passiert das. Das war Nummer 1 in 52 Ländern gestern schon. Aber wer weiß, was heute schon passiert. Wir haben ein paar Filme von ABBA im Studio. Gucken wir mal ein bisschen rein im Hintergrund. Und meine Frage dazu, da sind die beiden Damen. Meine Frage dazu, sind das alles neue Songs auf diesem Album oder habt ihr ein paar Lieder aus dem Keller geholt, von denen ihr gesagt habt, die waren wirklich gut, die bringen wir jetzt erst raus? Ein Song. Benny has recorded the music again, but the voices are 78. The Voices, ja, genau. Die haben wir neu aufgenommen, die Stimmen. Ja. 78 war das, dann haben wir das damals schon aufgenommen. Also ich bin kein Avatar. Manche haben schon gefragt, ist der wirklich echt? Du bist bald ein Avatar. Ich bin bald ein Avatar. Ihr könnt mir ja sagen, wie es geht, denn ihr baut gerade in London ein extra Theater, wo eure Show mit diesen Avataren, also das war natürlich naheliegend, Avatar und nicht Avatare, aber die Idee ist, dass ihr alterslos auftretet in einer Show, wo die ABBA-Fans nicht nur die alten, sondern auch die neuen Lieder bekommen wahrscheinlich. Zwei von den neuen Lieder. Zwei von den neuen. Aber 20 von den alten Hits. Da bin ich mal gespannt. Da können 3000 Leute in dieser Arena, 1500 tanzen, 1500 sitzen, wie wir es gerade gesehen haben, eine Live-Band, 10-köpfige Band. Und wer da wirklich ist, ja, das sind eigentlich, wir sind eigentlich nicht da, also in Fleisch und Blut. Und das geht hoffentlich im Mai los, nächsten Jahres, also in 7 Monaten, 2022. Und das ist eine ganz packende Erfahrung, ein Erlebnis für uns, dass wir sowas überhaupt machen dürfen. Sowas hat es ja noch nicht gegeben. Das sind keine Holographen, das sind digitalisierte Versionen von uns. Ich werde mir das definitiv anschauen. Also ich glaube, ich habe Mamma Mia 4-mal gesehen oder mindestens 4-mal, wahrscheinlich sogar öfter. Und ich habe immer getanzt am Ende. Man kann sich dem nicht entziehen. Da habt ihr was Großes abgeliefert. Also man kann sich aber auch der Faszination unserer Wetten kaum entziehen. Jetzt kommt eure Wette. Ja. Ihr wart ja viel unterwegs. Darf ich euch mal mitnehmen? Ich habe da so eine Art von... Okay. Willst du nicht, dass ich sie zuerst lese, damit du weißt... Dann lese mal. Okay. Also, eure Wette ist wirklich spektakulär. Nicht so schnell. Nicht so schnell, ganz langsam. Leon Krampe wettet, dass er sich 100 Länder einer Weltkarte so eingeprägt hat, dass er mit einem Dartpfeil jedes beliebige dieser Länder auch dann trifft, wenn er die Weltkarte nicht sieht. Er muss 5 von 6 Ländern treffen. Ach, es ist so. Wirklich, nein, es ist unglaublich, ich kann es euch sagen. Wie geht das? Ich zeig es euch. Incredible. Das ist unglaublich. Also wir gehen mal rüber auf den Flughafen. Ladies, we will be back. Ich gehe mal davon aus, dass ihr viel Zeit auf Flughäfen verbracht habt. Ihr wart ja die ersten Zeiten in eurer Karriere nur unterwegs, von einer Stadt zur anderen. Super Trooper. Bitte schön, wenn ihr so nett seid. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euch das vorstellen müsst. Das ist die Weltkarte, um die es geht. Das sind die Dartpfeile. Wenn ich jetzt sage, bitte treff Saudi-Arabien, dann müsste der Pfeil dann hier landen. So. Wenn man das sieht, ist das relativ einfach, dann muss man nur gut im Dart werfen sein. Wenn man aber nur eine weiße Fläche sieht und ich sage, wo ist Saudi-Arabien, dann wird das Ganze schon schwieriger. Wir machen jetzt die Karte mal weg und zeigen euch das, was unser Wettkandidat sieht. Der sieht das hier. So. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Also. Ja. Und Schweden ist nur so groß.
Has he practiced? Hat er denn geübt? Ich gehe mal davon aus und werde ihn mal fragen, wie er geübt hat. Ich stelle euch den vor, meine Damen und Herren. Hier ist unser Wettkandidat für diese unglaubliche Wette. Hier ist Leon Krampe. Hallo Thomas. Leon, herzlich willkommen. Hallo. Aber haben lange überlegt, ob Sie es noch mal wagen sollen nach 40 Jahren. Aber als Sie gehört haben, dass Leon Krampe für Sie eine Wette vorbereitet. Das ist doch mal was, oder? Ja. Aber Sie haben gleich die Frage gestellt, die ich dir jetzt auch stelle. Wie hast du geprobt? Beziehungsweise wie kamst du auf diese abenteuerliche Idee? Hier ist eine Kamera. Okay. Erzähl das der Menschheit. Ja, also es war so, ich habe zu Hause einen wunderschönen Duschvorhang. Ja, und dieser Duschvorhang hat ein bestimmtes Motiv. Und zwar ist das eine Weltkarte. Allerdings, dieses Motiv der Weltkarte ist eine Dartscheibe. Und dieses Motiv habe ich dann also weiter ein bisschen ausgesponnen. Und jetzt bin ich hier. Jetzt ist er hier. Ohne seinen Duschvorhang, weil wir haben ja ein Bettlaken vorbereitet. Und irgendwo hinter diesem Bettlaken verbergen sich 6 Kontinente und entsprechende Länder. Ich weiß nicht, welche Länder hier auf diesem Monitor erscheinen. Wir kennen das vom Flughafen. Ja. Leider haben wir dieses klackernde Geräusch lange, lange nicht mehr gehört. Leon, ich liefere dir jetzt jeweils einen Kontinent und ein Land aus diesem Kontinent, das du treffen musst. Ja. Das halte ich für wahnsinnig schwer und habe auch bei den Proben gesehen, ich habe da ein paar Mal zugeschaut, heimlich, es ist unglaublich. Ja. Björn und Benny. Ich sag nein. I have to ask, have you done this before? Hast du das schon mal gemacht? Das muss ich jetzt fragen. Habe ich gemacht, ja. Habe ich beim Duschvorhang zu Hause. Ich glaube, der schafft das. Ja, ich sag jawohl. Nein. Zum ersten Mal sind sich Björn und Benny unterschiedliche Meinungen. Einer sagt ja, der andere sagt nein. Das freut uns, weil wir dann natürlich, egal wie es ausgeht, in jedem Fall einen Wetteinsatz haben werden, wenn ihr schon da seid. Ihr habt eure neue Musik zwar mitgebracht, die ist aber ja sozusagen in der Wolke, aber können wir live aber Musik von euch hören, wenn ihr eure Wette verliert? Vielleicht. Ich verliere. Wenn wir verlieren? Ja. Aber ich verliere nicht. Aber dann ist das doch gut, dass die sich widersprechen. Natürlich. Dann hören wir auf jeden Fall aber, oder? Das ist, ja. Alter Schleimer, gestern habe ich noch gesagt, kennst du aber, sagt er, nö. Aber die Lieder kenne ich. Aber er war genau der gesagt hat, die Songs kenne ich alle. Die Lieder kenne ich, ja. Die Lieder kennt er. Und dann wirst du eins hören, nämlich, was du garantiert schon gehört hast. Und du wirst immer noch sagen können, ich habe die Jungs von ABBA getroffen. Ja, wunderbar. Und ich habe sie verblüfft. Ja. Wir werden das gemeinsam jetzt versuchen. Ich hoffe, ich schaffe das. Pass auf, Leon, du bist, wo gibt's dieses Hemd? Wieso? Gefällt dir das? Es gefällt mir wirklich gut, ja. Ja. Meinst du, das gibt es auch in meiner Größe? Kann ich dir nicht sagen. Tja. Dann werden wir nachher, wenn wir Trikottausch machen, wie findest du die Jacke? Gewöhnungsbedürftig. Das war mal ein Duschvorhang. Wie bitte? Das war mal ein Duschvorhang. Ach so, ja. Ja. Gut. Okay. Also, okay. Jetzt, ich weiß auch nicht, was kommt. Ja, ich Konzentration. Auch nicht. Wetteinsatz haben wir und wir haben ein Angebot, wo einer Nein sagt, einer Ja sagt, was uns natürlich freut. Und ich sage jetzt nur noch, top, die Wette gilt. Und hier ist der erste Kontinent, Australien. Ja, Australien ist ziemlich groß. Also den ganzen Kontinent, das ist zum Einwärmen sozusagen. Ja, das ist gut. Warm-up. Das gefällt mir. Es ist so, dass er sich einmal verwerfen darf und er darf 3 Pfeile werfen. Er darf 2 davon wieder entfernen. Er muss 2 entfernen. Und wenn es dann so kleine Länder sind oder Inseln, dann ist die Frage, trifft der die Insel oder trifft er ins Wasser? Dazu kommen wir aber später, wenn es dann soweit ist. Er scheint sich also ziemlich sicher zu sein, weil es die beiden Pfeile
relativ nah beieinander sitzen, aber da kann man in der Ecke. Also Australien ist ja eigentlich sehr groß, aber ich möchte natürlich jetzt dann hier. Da ist auch viel Wasser unterwegs in der Ecke. Ja, das ist nicht, dass ich es hier nicht treffe. Das wäre natürlich. Na dann. Dann war der Duschvorhang nicht ganz in Ordnung. So. Jetzt muss ich mich halt entscheiden, ne? Du musst dich entscheiden. Einer bleibt hängen. Schade, dass unser Ministerpräsident wollte nämlich kommen. Der kann das mit den Pfeilen auch gut, aber die landen alle in Nordrhein-Westfalen. Ich nehme den. So, der zweite Kontinent. Südamerika, reich an Ländern. Wir wollen Kolumbien. Uiuiuiui. Ah, das geht Kolumbien. Noch. Da sind noch lustigere. Aber das ist auch schon gut, kann man auch sagen. Kolumbien. Die gehen da alle schon in Deckung, weil gleich die Darts geflogen kommen. Kolumbien in Südamerika. Ganz zufrieden bin ich mit dem noch nicht. Einen habe ich ja noch, ne? Einen hast du noch. The winner takes it all. So, jetzt musst du zwei wieder rausziehen. Ja. Also der rechte, der ist mir zu weit rechts. Auch eine schöne Aussage. Ja, ich nehme die linke. So, Nummer drei. Das sieht nach Europa aus, Frankreich. Leon Campbell sucht Frankreich. Das ist natürlich alles ziemlich gedrängt in Europa. Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich, Schweiz. Frankreich ist dann im Verhältnis jetzt noch deutlich kleiner als die anderen, deshalb. Zufrieden? Ja, ich guck grad. Der Eiffelturm wackelt. Na? Der war schlicht geworfen. Mit dem ersten war ich so nicht zufrieden, die anderen beiden. Dann werf noch einen Pfeil nochmal, das ist ja. Also, wenn du von der gleichen Entfernung wirfst. Wenn du das sagst. Ich sag das ja klar, weil. Na dann? Hat ja keinen Sinn, dass du hier Ärger in Griechenland machst, wenn du Frankreich willst. Na ja, super. Naja. Die wollen da hin, also. Ja, die wollen da hin, dann muss das wohl stimmen. Ja. Vielleicht ja, weiß genau. Ich irgendwas noch nicht. Genau. So, Nummer 4. Einer darf ja auch daneben sein. Das ist korrekt. Afrika. Südafrika, na, das ist aber groß. Eigentlich ein schönes Land, ja. Südafrika. Hm.
Das ist immer so ein unentschiedener Eindruck, das macht mich ganz verrückt hier. Ja, ich sehe ja nichts. Ja, ja. Wer kam denn auf die Schnapsidee? Ich nicht. Der nächste Kontinent. Nordamerika. Gott. Mexiko. Mexiko. Bist du zufrieden? Nee. Nee. Vamos, vamos. Ja, dann fahre ich mit dem Linken wieder. So, und dann haben wir noch einen Kontinent. Asien. Kasachstan. Naja. Unterschätzt es nicht. Kasachstan ist... Ist schon größer, ja, aber... Schon etwas größer, ja, aber... Ist etwas größer. Etwas. Ja. Jetzt werden die Kasachen lachen. Ich auch, bei deinen Witzen. Ich mache hier die Witze. Mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ja, komm, Konzentration. Leon Krampe auf der Suche nach Kasachstan. Ist er noch nicht so hoch? Also ich könnte es nicht. Knowing me, knowing you. Meinst du, der ist so hoch, Thomas, oder? Na also. So, wir stehen kurz vor der Auflösung. Mhm. Ich habe ein Denn wenig jetzt Angst. Kommen wir mit der Weltkarte zurück und ich komme mit meinem Zeigestock. Wir hatten Australien. Der sitzt aber. Treffer. Südamerika, ja. Kolumbien. Ja, da ist Kolumbien. Moment, warte mal. Aber wir hatten noch, war nicht Brasilien auch? Nee. Kolumbien. Der ist daneben, also der ist auch ziemlich daneben. Da ist Kolumbien. Ja, der ist zu tief, ja. Der ist zu tief, ja, würde ich auch sagen, ja. So, also. Jetzt Europa, Frankreich, schalten wir mal ein. Das ist, wo hast du da hingeschossen? Ich kann das gar nicht lesen hier. Und das ist Deutschland, um Gottes Willen. Und
Ich glaube, könnte fast Nürnberg sein. Könnte fast, na ja. Nicht ganz geschafft. Ja, aber ich glaube, die anderen sitzen alle drei sehr gut. Er hat sein letztes Hemd verloren. Ja, wir machen noch weiter, denn die anderen sitzen gut. Ja, Südafrika, leider. In Afrika. Südafrika, jawohl. Der sitzt. Nordamerika, Mexiko, auch ein Volltreffer. Asien, das wäre ja tatsächlich Kasachstan. Toll, toll. Das war eine reife Leistung. Du bist entweder an Kolumbien oder an Frankreich gescheitert. Was ist dir lieber? Gute Frage. Ist egal. Ist egal, ja. Ich darf aber ganz eindeutig sagen, dass natürlich der Wettkönig nichts mit einer gewonnenen oder verlorenen Wette zu tun hat, wenn Sie zu Hause sagen, die Idee war so großartig und das war so eine tolle Wette, dann ist das auch ein Kandidat für unseren Wettkönig. Du bist aber mit dir zufrieden, oder? Ja, es ist okay. Natürlich ärgert mich das. Ich hätte natürlich sehr gerne die Wette dann hier geschafft, weil jetzt höre ich ja auch den Jingle nicht. Ja, aber der Duschvorhang kann nichts dafür. Ja, das ist wohl so. Und ja. Wir sind dir insofern dankbar, als wir Musik von ABBA hören werden. Magst du mit mir, magst du zwischen Michelle und sehr Helene gerne. Fischer aufs Sofa? Sehr gerne. Das hast du dir verdient. Danke. So. Komm, Leon. Darf ich euch beide... Komm zu uns. Sehr gerne. Das war ganz die große Klasse. Also, hast du das fantastisch gemacht. So, wir waren Dankeschön. Wirklich begeistert von Dankeschön, dir. Dankeschön, vielen Dank. Faszinierend, gell? Ja, das ist so... Unglaublich. Ist auf jeden Fall bequem. Nein, ihr müsst eure okay. Wette einlösen. Ah, okay. Ja. So. Wie machen wir das? Ihr spielt jetzt... Wir haben kein Mädchen. Ihr habt kein Mädchen? Nein. Aber wir haben eine von Europas besten Sängerinnen da. Ja. Helene. Welchen? Machen wir beide Mädchen? Eine ist genug. Zwei Kerle, ein Mädchen. So geht's natürlich auch. Gut, was spielen wir? Ich bin tatsächlich nicht textsicher, deswegen lasse ich mir helfen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn das Publikum auch mitsingt. Guck mal, wir haben hier den Text auch. Wunderbar. Also ihr könnt natürlich auch mitsingen. Die Damenstimmen werden gefragt. Where are those happy days? They seem so hard to find. I try to reach for you, but you have closed your mind. I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you hear me, darling, can't you hear me? Yes, so far away, though you were standing near.
but something dark I fear. I really try to make it up. I wish I understood what happened to our love. It seems so peaceful. So good. So when you near me, darling, can't you hear the SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. When you're gone, how can I even try to go on? Mit Helene Fischer. Sowas gibt es nur bei Wetten, dass. Toll. Thank you. I will say. Naja. Naja. Ja, ja, ja. Moment, Moment. Das glaube ich. Ja, ja, ja. Also, aber komm wieder, Helene geht auf Tour. Beruhigt euch, wir sind ja froh. Natürlich könnten wir das große Medley machen. Super Trooper, thank you for the music. Und ja, ja, aber dann machen wir. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Jogo. Nicht heute Nacht. Also, das, die Herren sind erschöpft. Also, aber es ist so, dass bei allen Shows irgendwelche Superstars zum Flieger mussten. Die Leute haben gedacht, stimmt das wirklich oder lügt der? Die müssen wirklich zum Flieger. Ja, wir müssen wirklich. Ja. Die müssen wirklich, sonst würden sie ewig bleiben. Und musikalisch, die Musik würde uns ja nicht ausgehen. It's enough music, it would be enough music to stay. Nein, die Musik geht uns nie aus, wir müssen arbeiten, richtig. Dankeschön. Danke, Thomas, und thank you for all your support through the years. Vielen and let me just say one thing. Und ich möchte noch eins sagen. Frieda und Agneta sind ja nicht hier, aber die schicken euch natürlich die allerbesten Grüße. Das wisst ihr ja auch, die haben euch alle lieb. Dankeschön. Thank you. Thank you, Björn. Thank you, Benny. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Und nochmal. Thank you for the music. Ich habe gesehen, du hattest mit dem Text. Setzt euch, bitte. Alles war toll. Dankeschön, Leon. Dir verdanken wir dieses Konzert. Dankeschön, Dankeschön. So. Über das Hemd reden wir später. Danke. Tschüss. So, also ich darf noch mal im großen Ernst sagen, weil einige Zuschauer doch sehr beunruhigt sind. Die sitzen mit Maske vor dem Fernsehgerät und sagen, was treiben die da in Nürnberg? Sind die alle wahnsinnig? Nein, wir sind nicht wahnsinnig. Wir sind geimpft, getestet oder genesen. Manche sogar alles. Ich bin sogar noch geduscht, also 4G. Und wir wissen schon, was wir tun. Macht euch bitte um uns keine Sorgen. Aber viele, viele Zuschauer machen sich eben diese Sorgen. So, jetzt machen wir euch eine Freude. Millionen Menschen haben nämlich im Kino Frozen gesehen, diesen Disney-Film mit den beiden Prinzessinnen Anna und Elsa. Oh, oh. Naja, das sind die Einzigen, die nicht geweint haben im Kino, die beiden hier. Ab übermorgen gibt es das als Musical in Hamburg. Und man kann das sogar in 3D dann sehen. Das bedeutet, es ist alles echt. Also schmelzen Sie und lassen Sie sich verzaubern
von unserer Disneys Eiskönigin. Sie öffnen die Fenster und die Tür, das gab es hier seit langer Zeit nicht mehr. Zwei nette Damen helfen mir ins Kleid. Vielen Dank, danke, ich war oft allein in diesen Hallen. Warum denn ein Ballsaal ohne Ball? Endlich machen sie die Tore auf. Wirklich ganz reale Menschen werden unsere Gäste sein. Oh wow, dann bitten wir sie zu uns rein. Ist der Zauber in den Hallen. Und zum ersten Mal seit langem könnte ich jemandem gefallen. Ja, ich weiß, es hört sich verrückt an, ist Liebe nur ein Traum. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten glaub ich schon fast daran. Es ist so weit, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf halt nicht geschehen. Nichts fühlen, nichts fühlen, doch einerlei, ein Fehler nur und alles ist vorbei. Doch nur heute wird es sein, nur heute wird es sein, es ist schon so weit, es ist nur bald so weit, sag den Yeah!
Hallo, hallo. Hab ich ein Glück heute. Elsa, Eisblumen, Anna, bitteschön. Das sind die beiden Darstellerinnen von Elsa und Anna, Sabrina und Selena. Ich muss mich bei euch deswegen bedanken, weil ihr übermorgen Premiere habt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als den Originaldarstellern zu sagen, ihr müsst vorher nochmal nach Nürnberg und müsst bei Wetten, dass auftreten. Ihr habt extra für uns die Proben unterbrochen, was nicht einfach ist. Schön, dass ihr da seid und ihr habt uns eine große Freude gemacht. Ich wünsche euch, dass das ein Riesenerfolg wird. Hier steht irgendwie meine Zukunft. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ja. Klamottenmäßig bist du schon da, wo ich mal war. Immer schön Spinat essen, das hilft den Haaren. Und so. Freut ihr euch? Es ist ganz klar, dass ihr natürlich aufgeregt seid. Es geht übermorgen los. Aber wenn das alles so aussieht wie bei uns, dann werden die Zuschauer sehr viel Freude haben. Ihr seid große Fans von Frozen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir. Ja, müsst. Und es ist eine wahnsinnig anstrengende Angelegenheit für alle Tänzer. Und ihr seid wirklich bei der Sache, das merkt man im Musical immer, da haben Menschen einfach Freude an dem, was sie tun. Das ist wie im Fernsehen. Disneys Eiskönigin, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass wir da sind. Danke, Elsa. Danke, Anna. Und für die Mama. Für die Mama. Tschüss, tschüss. Dankeschön. Viel Glück bei eurer Premiere. Und ich sage gerne meine nächsten Gäste an. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, waren das noch Nachwuchshoffnungen. Und inzwischen haben sie eine Menge von Fernsehpreisen bekommen und machen alle tolle Shows. Sie müssen eigentlich nichts mehr lernen, nur noch, wie man ganz großes Fernsehen macht. Und das zeige ich Ihnen heute. Herzlich willkommen, Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Hallo. Guten Abend, Nürnberg. Klaas, herzlich willkommen. Hallo Thomas, vielen Dank. Hallo. Joko, servus. Danke für die Einladung. Bitte schön. Hallo. Hallo. Hallo, hi Jungs. Hey. Schönen guten Tag, herzlichen Glückwunsch. Danke. Hallo. Ja. Hallo. Ah, okay. Hallo. Ja, Jungs, setzt euch in die Mitte, wo ja, da, werden, da werden doch ein paar ältere Zuschauer sagen, ach guck mal, aber so. Sind da. Willst du das ZDF-Publikum verwirren? Bitte schön. Okay. Meine Damen und Herren. Na? Ist das witzig? Ist das witzig? Ja. Ja. Ja, es ist wie so ein Fiebertraum. Irgendwie. Man denkt ja gar nicht, dass das wahr ist. Ja. Ist schon groß, ne? Riesig. Es ist wahnsinnig groß. Man hat nicht das Gefühl, Wetten, das ist in Nürnberg, sondern Nürnberg ist bei Wetten, das. Hat man ein bisschen. Ja, ja, ja. Den Eindruck. Ja. Man muss sagen, die Jungs haben ja ganz klein angefangen und ist immer noch nicht allzu groß. Aber ich, bei mir habe ich ehrlicherweise die Hoffnung auch aufgegeben. Aber wir waren ja schon mal, wir wetten das, aber bei Lanz. Naja. Ich war schon mal bei Joko und Klaas, aber nur bei Joko. Ja. Und du warst dir nie sicher, ob es Joko ist. Naja, doch, doch, doch. Doch, das ist abgeklärt. Das, also euch kann ich auseinanderhalten. Wir waren bei deinem Geburtstag, da konntest du es nicht. Ja, warte mal, beim Geburtstag, echt? Ja, ja, siehst du, weißt nicht mehr, dass wir bei deinem Geburtstag waren. Nicht bei deinem privaten Geburtstag, da waren wir nicht eingeladen, aber bei dem Geburtstag, den du im Fernsehen gefeiert hast. Das war so ein schöner Moment, weil du hast Geburtstag im Fernsehen gefeiert. Und du hast dich natürlich auf Überraschungsgäste gefreut, aber dank der Pandemie waren die Grenzen zu und nur wir kamen. Und ja, sag mal, die Enttäuschung in deinem Gesicht hast du moderat überdeckt, aber man konnte sie sehen, wenn man ein Menschenkenner ist. Ja, klar. Thomas, kannst du dich nicht erinnern? Natürlich. Da kommt 2G, haben sie gesagt. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich, weil ich wirklich jedes Mal, wenn ich gefragt werde, an wen glaubst du denn, fallen mir immer nur ihr beide ein. Also an jüngeren Menschen, aber so jung seid ihr ja auch gar nicht mehr. Nee, leider nicht mehr. Und
ich habe eine Fernsehzeit erlebt, die es dann so gar nicht mehr gab. Ich habe ja früher auch Radio gemacht und da konnte ich machen, was ich wollte. Am Anfang konnte ich auch im Fernsehen machen, was ich wollte. Ihr habt ja heute eine andere Grundsituation. Ihr müsst ja sehr viel mehr überlegen, was ihr sagt, und dafür sagt ihr noch eine ganze Menge. Naja, man muss sich vielleicht mehr überlegen, was man sagt, aber trotzdem kann man von dir natürlich auch lernen, dass man sich da vorher nicht allzu viel Gedanken drum macht. Man kann sich auch während des Redens überlegen, was man sagt. Und ja, klar. Das ist eine Fähigkeit, die nur noch wenige haben, die jetzt gerade noch im Fernsehen sind, und wir tun gut daran, davon zu lernen und genau diese Fähigkeit vielleicht so ein bisschen in die neue Zeit zu transportieren, und da sind wir froh, dass du da bist. Das macht ihr prima. Nein, ihr habt schon recht. Ich habe das Ganze nie so besonders ernst genommen und war auch manchmal ein bisschen wackelig. Im Moment weiß ich zum Beispiel schon wieder nicht, wer von euch beiden Björn und wer ja Benny ist, aber das ist... Es wird nie einer merken. Sag mal, ich habe ja fürs ZDF auch die eine oder andere Wette gewonnen, aber mit extra Sendezeit hat man mich nie beschenkt. Ihr habt das bei ProSieben geschafft und ihr macht ja da ganz überraschende Dinge und ganz, sagen wir mal, ganz besondere Sachen. Ist euch das echt ein Anliegen oder sagt ihr, wir müssen auch mal zeigen, dass wir ernst sind? Ich glaube, der Klaas ist der Ernstere von euch beiden. Täusche ich mich da? Ja, ich glaube, das Schöne ist eigentlich bei uns beiden, also so häufig wir komplett unterschiedlicher Meinung sind, wenn es um die eine Sache geht, nämlich dass man was Sinnvolles macht, dann sind wir da tatsächlich mal sehr nah beieinander. Und ich glaube, mit diesen 15 Minuten, die du ansprichst, die wir bei einer Sendung gewinnen können, Joko und Klaas gegen ProSieben, wo wir Sendezeit vom Sender bekommen, die wir dann füllen können, wie wir wollen. Da war am Anfang nicht unbedingt, glaube ich, die erste Idee, dass wir sagen, wir nutzen diese Zeit sinnvoll, aber irgendwann hat dann jemand bei uns aus dem Team tatsächlich gesagt, Leute, das ist die eine Chance, dass wir wirklich Themen ansprechen können, die sonst im Fernsehen viel zu wenig Platz bekommen. Und das ist dann in dem Moment uns allen sehr klar geworden, und da haben wir uns fast geschämt, dass wir so Ideen hatten wie, ja, man könnte ja auch Kaffee aufschäumen erklären und so, also so ein toller Barista werden. In dem Moment war es dann aber, glaube ich, bei allen Themen, das ist auch immer das Schöne, wenn wir dann da gemeinsam im Studio stehen und auch mit dem ganzen Team gemeinsam im Studio stehen, dass das einem echt eine Herzensangelegenheit ist, weil ob wir jetzt über Moria als Flüchtlingscamp sprechen können, was abgebrannt ist, wo viel zu wenig passiert, was bis heute, finde ich, eine Schande ist, was politisch da passiert, bis hin zu Themen wie Pflege, die wir da ansprechen können, in einer Größenordnung, wo auch man am Ende dem Arbeitgeber ProSieben Danke sagen muss, dass sie die Zeit nehmen. Das ist schon einzigartig, und ich glaube, der Pflicht sind wir uns einfach bewusst, dass nicht immer alles nur Quatsch sein kann, sondern genau dann diese Töne von Ernsthaftigkeit auch besser gehört werden, wenn man vorher Quatsch macht. Aber es ist schon unfair, dass... Und man muss sagen, wenn man Sendezeit gewinnen muss und wir spielen da irgendwie 3 Stunden irgendeiner Fernsehshow, damit wir 15 Minuten kriegen, du hast einfach 2 Stunden länger gesendet und keiner konnte dich aufhalten. Ja, und das war ja irgendwie eine ganz andere Form von Sendezeit gewinnen, indem du einfach sagst, ja, verschiebt euren Quatsch und dann kommen die Nachrichten nachts um 2. Ja, trotzdem würde ich oft ungerecht behandelt. Morgen wird man wieder lesen, die einzigen vernünftigen Sachen, die am Samstag gesagt wurden, kamen von Joko und Klaas. Naja, abwarten. Aber das ist ja auch eine Sache, die wir nicht so oft hören. Insofern schön für uns. Aber deswegen danke für die Einladung. Ja, ich habe schon gesagt, den nötigen Ernst bringen Joko und Klaas mit. Ich mache so lange Blödsinn, bis die kommen. Naja, ich denke tatsächlich, was das Schöne ist, wenn man um 7:45 sendet und neben der Unterhaltung, ich glaube, man muss halt verstehen, dass Unterhaltung und eben diese Sachen zusammengehören. Unterhaltung ist immer, sich auf die Kiste zu stellen und zu schreien, guckt mal alle her, und wenn dann alle gucken, dann kann man sich überlegen, dass man noch ein bisschen mehr Quatsch redet und vielleicht noch ein bisschen was hinten dran hängt. Mhm. Und das ist es, und deswegen läuft es um 7:45. Das ist unser Prinzip bei ProSieben, da können wir davon ausgehen, dass wir nicht Preaching to the Converted übernehmen, sondern da gucken Leute zu, die damit nicht gerechnet haben, dass da auf einmal was anderes kommt. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch in dieser Zeit, wo viele nur das mitbekommen, was sie hören sollen durch gewisse Algorithmen, ganz schön, dass man im linearen Fernsehen manchmal noch Dingen etwa oder Leuten etwas vorsetzen kann, die nicht gerechnet haben mit diesem oder jenem Thema. Und das ist die große Stärke des normalen und des sogenannten alten Fernsehens. Und das möchte ich gerne nutzen. Das hast du schön gesagt, ja. Aber und ich auch. Du hast das auch sehr schön gesagt. Nee, ich möchte auch nutzen, das wollte ich auch. Darf ich dich jetzt bitte im Namen, oder darf ich euch beide im Namen unseres anwesenden Programmdirektors bitten, ab jetzt nicht mehr ProSieben zu sagen? Habe ich ProSieben gesagt? Ja, aber wann haben wir ProSieben gesagt? Dann sage ich ab jetzt nicht mehr ProSieben. Wir haben nicht ein einziges Mal ProSieben gesagt, in meiner Erinnerung. Also ich habe ProSieben definitiv nicht im Mund genommen. Also ProSieben Netflix, ist ein Sender, Netflix, den wir hier nicht erwähnen würden, weil das ein gewisser, also das ist nicht anständig. Wenn man wir haben dem ZDF sehr viel zu verdanken. Ich auch.
Ja, das stimmt. Das ist ja richtig. Ja. Das kann man wohl sagen. Ja. Und Haribo. Das ZDF hat, ja, naja, klar. Ich hätte euch gerne vorgeworfen, dass ihr zwar nette Fernsehsendungen macht, dass ihr aber keine gescheiten Gäste habt, im Gegensatz zu uns hier. Helene Fischer, da staunst du. Ja. Hättest du gedacht, dass du mal neben Helene Fischer sitzen darfst? Nee, tatsächlich nicht. Deswegen ist es umso schöner. Also ist ja wirklich, die Gelegenheit hat sich bis heute auch noch nicht ergeben. Und nee, was heißt auch so bleiben? Das ist eine höfliche Formulierung für, sie hat immer abgesagt, wenn wir angefangen haben. Das stimmt auch. Es hätte sicherlich irgendwann noch mal im Leben den Moment gegeben, dass wir uns kennenlernen, aber umso schöner, dass es jetzt ist. Ja. Hallo, ja, Helene. Genau. Wehe, du lässt dich von denen einladen. Du, schauen wir mal. Im Moment, wie gesagt, die haben wir wirklich tatsächlich. Wir lernen uns ja gerade erst kennen. Ja, genau. Wir gehen es ganz langsam. Im Moment bettelt sie sich gerade mit Ed Sheeran um den Platz 1 der Charts. Und ich hätte gerne gesagt, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, aber Ed Sheeran war schon zu Gast bei dir. Der war bei Lennart Berlin. Das ist eine Sendung, die ich einmal die Woche dienstags auf diesem Sender mache, der, wo ich herkomme. Sag immer Zwergsender ab jetzt. Genau, ein Nischensender. Und dann mache ich, ja nun, ich muss doch mich irgendwie anpassen jetzt hier. Also ich meine es ja nicht so. Schöne Grüße nach Unterföhring, was soll ich machen? Ist nicht weit von mir. Und deswegen... Ein Pfeilwurf vom Leon in dir seid weg. Ich weiß, ja. Wir haben, also einmal die Woche mache ich dann eine Sendung, die heißt Late Night Berlin, und da habe ich Ed Sheeran zu Gast gehabt vor ein paar Wochen, und dem habe ich einen Kopfhörer aufgesetzt, und da wird das, was er sagt, eine halbe Sekunde später auf seine eigenen Kopfhörer übertragen. Das heißt, man ist dann nicht mehr fähig zu sprechen. Das ist der sogenannte Idiomat. Und so schaffen wir es, dass die Gäste, die wir in der Sendung haben, auf unser Level intelligenzmäßig runtergelevelt werden. Oh nein. Dass wir besser miteinander zurechtkommen. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen. Also wenn Sie auch vielleicht auch Kollegen vom, weiß ich nicht, ZDF Morgenmagazin, wenn Sie das Gefühl haben, also da ist ein Gast, der ist also weit über unserem Ding. Mit diesem Gerät, und das könnte ich Ihnen noch verkaufen, Idiomat 3000, kriegen Sie den Gast genau dahin, wo Sie ihn haben wollen, und so sieht das dann aus. Hat ein kleines Tutorial mitgebracht. Your brand new number one hit singer is called Shivers. What is it about? I'm not really too sure what it's about, but... I guess just having the shivers. Oh man, this is a great idea. Yeah, great idea. Jetzt hatten wir. Danke, Klaas. Jetzt hatten wir Ed Sheeran auch noch in der Show. Ich habe schon Angst gehabt. Du bringst das Ding mit. Bei der Frisur von Ed Sheeran macht das nichts, wenn ich mir die Kopfhörer aufsetze. Dann ist alles im Eimer. Ich bin da nachsichtig, umsichtig und würde mir sowas auch nicht anmaßen. Deine Rücksicht kennt leider der Kollege Joko Winterscheid überhaupt nicht. Bei dem war ich auch in der Sendung. Der hat mich versaut am Ende. Hat mich raus unter Schimpf und Schande des Studios verjagt und mich auch noch nass gemacht. Auch da gibt es Beweisbilder. Bitte? Ja, guck dir das an. Das war bei dir. Und die Hose auch? Was ist das für ein Jackett? Mein Jackett. Das ist aber ein ordentliches Jackett. Thomas, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Wir sehen uns nächste Woche. Man ist aber mit dem Kopf so blockiert. Hätte man draufkommen können, ja. Wie sich dieser Body da abdrückt. Ja. Rockstar. Aber du siehst da doch ganz attraktiv aus, Thomas. Geteert und gefedert. Aber da muss man auch... Also es hat schon ein gewisses Charisma. Doch. Kriegt man da nicht weggeduscht. Ja. Echt. Und man kann vielleicht die schöne Geschichte noch erzählen. Es war tatsächlich so, Thomas Gottschalk war schon in der Sendung. Also es war der erste Tag der Aufzeichnung. Es war nicht klar, muss er, wenn er verliert in dieser Sendung im Verlauf der Aufgaben, die er zu bewältigen hat, muss er durch diesen Tunnel. Und keiner hat es hier vorher gesagt. Es gab Stimmen, die gesagt haben, das kann man dem alten Herrn nicht antun. Ja, und dann kam irgendwer zu mir und sagte nur so, Joko, der weiß übrigens noch nicht, dass er durch diesen Tunnel muss am Ende. Und dann habe ich es dir gesagt, dann hast du sofort gesagt, na klar, mache ich das. Und das ist, finde ich, und man kennt solche Unterhaltungen manchmal mit anderen Stars, die dann da stehen und sagen, nee, sowas mache ich nicht. Und das fand ich groß, dass du einfach sofort gesagt hast, so ciao, da renne ich durch. Und mit welcher Bravour und mit welcher Schönheit, dass wir es sogar im ZDF nochmal zeigen durften. Von Kassin. Endlich haben es ein paar Leute gesehen. Aber mir ist wichtig, dass wir in aller... Also wir tun so, als wäre das hier eine normale Sendung, Wetten, dass. Ja?
Aber mir ist wichtig, dass wir auch nochmal unseres Zeichens, dass wir hier Gäste sein dürfen, auch nochmal sagen, was für ein Wahnsinn das ist, dass wir hier eingeladen sind, dass wir genau das hier nochmal erleben dürfen und dass du hier rauskommst und sagst, guten Abend, Deutschland, Österreich und Schweiz. Da kriegen sogar wir noch große Gänsehaut und ich glaube nicht nur wir, sondern einige andere. Also vielen Dank, dass wir hier sind. Joko und Klaas sind doch nette Jungs. Dankeschön. So. Das reicht an Nachrufen. Jetzt kommst du, Michelle. Ja. Willkommen zur Außenwette endlich. Die beiden kriegen ja eine eigene Wette. Und was für eine Wette? Wollen wir mal zu Giovanni Zarella schalten? Giovanni Zarella. Giovanni Zarella, wie sieht es da aus bei dir, wettertechnisch? Seid ihr alle noch wohl auf? Ist es kalt? Es ist kalt. Es ist kalt. Der Rasen ist nass, aber das Rennen, das kann ich schon verraten, wird nicht auf dem Rasen stattfinden. Unsere Sprinter, die halten sich schön fleißig und artig warm. Mit Übungen, aber auch natürlich im Warmen. Also wir haben hier so ein kleines Sportheim, in dem wir uns aufhalten, ganz unspektakulär. Und unsere Feuerwehr, die Freiwillige, die sind, glaube ich, ganz gut eingepackt. Aber jetzt kann es auch losgehen. Ja, erzähl uns, um was geht es mit dieser fantastischen Wette? Genau, wir haben eine ganz wundervolle Idee. Der Dennis hatte eine ganz wundervolle Idee, von der er uns mal erzählen kann. Dennis, wie kamst du auf diese unglaubliche Idee? Ihr wollt antreten, was wollt ihr genau machen? Wir werden mit einem Go-Kart, was nur durch Wasserkraft angetrieben wird, durch die ganzen Feuerwehrkameraden und Kameradinnen, die hier stehen, versuchen, schneller zu sein als die gemischte Sprintstaffel. Also wirklich eine abgefahrene Idee. Das heißt, die Feuerwehrmänner und Frauen unter euch, die mit einem Strahl, mit dem Druck aus dem, was sind das, C, was sind das für Schläuche? Ja, das sind B und C-Rohre. Wir fahren mit 8 Bar. Mit 10 Bar, ja. Mit 10 Bar. Mhm. Und damit werden die mir hinten aufs Go-Kart draufschießen. Genau, also es ist eine Spezialkonstruktion. Hinten wird aufs Go-Kart draufgeschossen, auf dieses Brett. Und durch den Druck des Wassers wollt ihr diese Strecke eben schaffen. 2x400 Meter ist die Strecke. Das ist die Kunst, das ist, was passieren soll. Am liebsten schneller als die Sprintnix-Staffel aus Österreich. Wie kommt man auf so eine Idee? Angefangen hat alles mit einem Gartenschlauch und mit einer Mülltonne, die sauber gemacht werden musste. Und dann wurde es immer größer und immer verrückter. Und dann kam die Feuerwehr mit dazu. Sehr gut. Gute Bedingungen. Wie bereitet man sich auf sowas vor und wo? Ich habe einen sehr netten Sportverein bei uns zu Hause und einen sehr geduldigen Bürgermeister, die mir beide erlaubt haben, dass wir da üben durften. Okay, das ist gut. Dann sagen wir natürlich liebe Grüße. Und warum seid ihr schneller als unsere Sprinter? Magst du mir das auch erzählen? Masse ist klasse. Sehr gut, Masse ist klasse. Kommen wir jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Also ihr bereitet euch jetzt vor. Wir wollen natürlich hier nochmal offiziell die Wette lesen. Das machst du, Thomas, heute Abend. Das musst du machen. Das hin? Also, heute die offizielle Abend. Wettformulierung lautet, die Freiwilligen Feuerwehren im Amt Hohe Elbgeest wetten, dass Dennis Kropp in einem Go-Kart, das nur durch Wasser aus Feuerwehrschläuchen angetrieben wird, 800 Meter schneller zurücklegt, als die Mixed-Staffel Österreichs diese Strecke sprintet. Es gibt aber, glaube ich, keine 800-Meter-Staffel im offiziellen Sport. Nein, das ist jetzt extra dafür gemacht worden. Ja. Also Sie haben das wirklich zusammengestellt, diese Athleten, guck mal. Jawohl. Die rennen alle. Ja. Ja, sie müssen sich auch aufwärmen. Naja, die haben auch so dicke Jacken an. Ja, das ist richtig kalt. Und ihr werdet sehen, das ist so unglaublich, was da jetzt gerade passieren wird. Und diese Athleten. Entschuldigung, die Staffel, das sind vier Leute, die geben sich den Staffelstab ab. Es ist eine nach Österreich benannte Kurzstrecke, die sie zurücklegen werden. Und die machen diese Staffel, das wird jedes Mal je 200 Meter sein. Und das ist extra für diese Wette gemacht worden. Gut, also, dann hoffen wir, dass das alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen. Denn es ist sicher eine sehr enge Angelegenheit. Deswegen an euch jetzt die Frage, wie tippt ihr beiden? Also ich halte ja viel von Feuerwehrleuten, muss man sagen. Ich habe wirklich, also gerade aus unserer Perspektive sind Leute, die so einen richtigen Beruf haben, beeindruckend einfach. Das ist so. Aber die Österreicher sehen ja topfit aus. Ja, ich glaube, die Österreicher würden auch endlich mal gute Neuigkeiten verbreiten wollen aus ihrem Land. Gerade sagen, ja, die haben es irgendwie jetzt so nötig. So langsam müsste sich das Blatt mal wenden. Aber trotzdem glaube ich, dass
Wollen wir uns kurz beratschlagen vielleicht? Also wir können jetzt so in die Kamera reden, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir beide uns auch kurz unterhalten. Also wir sagen, die schaffen das. Ach so, sagen wir das? Oder? Ja. Ja? Ja, absolut, da bin ich seiner Meinung. Oder? Also, oder willst du da ein Veto? Nein, aber ich finde, ich bin bei dir. Ich finde immer, ich muss wirklich sagen, antreten und sagen, die können das. Ich habe so ein Wetten-das-Ding, ja. Man setzt sich hier nicht hin und sagt, die können das nicht. Also können irgendwelche Gäste machen, sonst funktioniert die Sendung nicht. Aber ich möchte hier sitzen und sagen, jawohl, sie schaffen das. Positiv, selbst wenn es unrealistisch ist. Wir glauben an die Feuerwehr hier. Und falls. Natürlich. Falls. Feuerwehr, das wenn nicht ihr würde. Richtig liegt. Was macht ihr? Klaas wollte flitzen. Nein, wir das war ein Spaß. Wir drücken den. Das will keiner sehen. Wir drücken den was auf. Was keiner weiß, heute ist der Welttag des Saxophones. Ja. Es gibt ja jeden Tag irgendwelche Dinge, die gefeiert werden. Welttag des Saxophons. Cool. Wir haben das Opening von Baker Street, das sich an Menschen meines Alters richtet. Ich weiß noch genau, wie sich das anhört. Wenn ihr eure Wette verliert, also wenn ihr falsch tippt, dann kommen hier zwei Saxophone und ihr spielt gemeinsam das Opening von Baker Street. What? Okay. Ja. Ach, das. Dieses hier. Oh nein. Ganz einfaches Stück. Ja. Okay. Hattet ihr schon mal ein Saxophon? Ich habe immer genau. So das Gefühl, ich neige dazu, sowas anzuschauen und zu denken, das wird man ja wohl hinkriegen. Das wird man wohl. Ich habe Helene gerade gefragt, Helene sagt, Saxophon ist sehr schwer. Ja, das ist schwer, das glaube ich. Aber ich denke trotzdem, dass wenn ich mir Mühe gebe und mit logischem Menschenverstand daran gehe, werde ich dieses Intro wohl spielen können. So. Wirklich? Natürlich. Dann sind wir mal gespannt. Die österreichische Staffel hat sich warm gelaufen. Wir wollen nicht, dass sie wieder erkalten. Oder? Und Michelle und... Genau. Giovanni, sind wir soweit? Wir sind soweit. Susanne Walli steht bereit, Olympia-Halbfinalistin in Tokio. Also schon mal direkt ein guter Start für unser Sprint-Mix-Quartett aus Österreich. Aris Donzelli kommentiert das Ganze natürlich für uns, hochprofessionell wie immer, da ist er auch schon. Gemeinsam sind wir Derike Poveri vom ZDF, Albano und Romina sozusagen. Dann sage ich. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Thomas, du musst uns die Wette natürlich freigeben. Ja, dann sage ich jetzt aus voller Überzeugung und ganzem Herzen und nicht mehr oft, top, die Wette gilt. So, in Österreich heißt Susanne, es Ladies first. Auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Der Österreich Express ist unterwegs mit Susanne Walli, die übrigens nur 180 Meter jetzt erstmal läuft. Das hat mit dem Startpunkt des Karts auch zu tun. Eine hervorragende 400 Meter Läuferin. Giovanni hat's gesagt, 200 und 400 Meter Meisterin in Österreich geworden. Und jetzt folgt die Übergabe an Julia Schwarzinger. Die läuft jetzt 200 Meter, ist am Mittwoch übrigens erst aus ihrem Trainings- und Studienort Denver in Colorado, USA angereist, 23 Jahre alt. Eltern sind große Wetten-das-Fans und sie ist Österreichs schnellste über 200 Meter mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38 km/h. So schnell war mein Mofa früher nicht. So, und jetzt müssen die Männer den Zug auf Tempo halten. Moritz Hummer, Zehnkämpfer, der Zweitbeste seines Landes. Österreichischer Meister in der 4x400 Meter Staffel. 22 Jahre alt. Der kann bis zu 32 km/h an Tempo generieren. Lockerer, guter Lauf von ihm. Und jetzt die letzte Übergabe. An diesen Namen müssen Sie sich merken. Matthias Lasch, 17 Jahre alt. Ein Rohdiamant, Weltbester, Zehnkampf Junior bei den unter 18-Jährigen. Ohne Schwächen, weder bei den technischen noch bei den Laufdisziplinen. Der Jüngste läuft die längste Distanz, 220 Meter. Große, schnelle, raumgreifende Schritte, das ist so typisch für ihn. Ein Laufästhet und jetzt im Ziel mit 1,36 Uhr läuft weiter, 1,38,71. Bravo, und das bei so kühlen Temperaturen, das ist gar nichts für Leichtathleten. Das war schon gut, ja. Wow, das war eine gute Zeit.
War eine tolle Zeit. Also geschenkt haben die sich nichts. Nein, die haben volle Leistung gemacht. Und was ich besonders bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Feuerwehr, die eigentlich daran interessiert sein sollten, dass das Ding nicht funktioniert, haben angefeuert. Mhm. Das nenne ich Fairness und das nenne ich Sportsgeist. Und jetzt müssen Sie diese Zeit toppen mit einem Schlauch und einem Go-Kart. Giovanni. Ja, Thomas, was du gerade sagst. Michelle, vielen Dank. Was du gerade sagst, Thomas, das ging die ganze Zeit schon bei den Proben so. Die haben sich die ganze Zeit unterstützt gegenseitig und Mut gemacht und Kraft gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ein großer, großer Zusammenhalt. Susanne, was für dich Olympia ist, ist für mich Wetten, dass. Aber ist es trotzdem ein großer, einzigartiger Moment auch für euch? Ja, auf alle Fälle. Also für uns ist es ein absolutes Highlight, dass wir da laufen dürfen. Schön, sehr, sehr schön. Julia, ich komme mal hier rüber. Du hast ja extra eine ziemlich lange Reise auf dich genommen. Wo kommst du genau her? Ja, genau. Ich bin direkt aus Amerika hergereist. Um dabei zu sein? Ja, genau. Also ich war schon immer sehr großer Wetten, dass-Fan. Und ich glaube, für uns alle ist es einfach heute ein super Erlebnis, dass wir Teil davon sein dürfen und hier heute laufen dürfen. Schön. Nochmal ein ganz großer Applaus aus der Halle für euch natürlich. Wirklich großartig. Vielen Dank. Tolle Zeit. 1,38. Ich schaue mal zu den Kollegen schon mal rüber. Boris. So, du gibst jetzt hier gerade alle Kommandos durch. Was genau passiert jetzt in den nächsten Augenblicken? Also ich muss gleich Rücksprache halten mit den Maschinisten der jeweiligen Fahrzeuge. Und die müssen dann natürlich die Pumpen hochfahren. Das dauert circa 10 Sekunden und dann können wir auch gleich starten. Okay, also wir haben also vier Löschfahrzeuge. Vier Löschfahrzeuge. Wie viele Schläuche? Ja, wir haben so ungefähr so 60 Schläuche angebraucht. Okay. Okay, und ihr habt die Zeit jetzt gesehen. Gib mir eine Einschätzung. Ja, also es ist schon ganz schön anspruchsvoll für uns. Man muss immer bedenken, wir haben jetzt so um die 0 Grad gerade und die Bahn war so leicht angefroren. Und wir müssen sehen, dass wir den Dennis mit dem Go-Kart auf der Bahn auch halten. Ja, also was ich beobachten konnte, auch bei den Proben, ist ja, es ist nicht nur wichtig, das Brett zu treffen, sondern auch an der richtigen Stelle. Ja, ja, natürlich an der richtigen Stelle. Also treffen wir ihn zu hoch, verliert er natürlich auch an Geschwindigkeit. Ne? Also der optimale Treffpunkt des Strahls ist eigentlich so Mitte, so unter dem Drittel eigentlich. Okay, dann hole ich mir schon mal die Startpistole. Du kannst noch mal checken, wie weit wir sind und wie wir stehen. Okay. Oh Gott. So, Männer, jetzt ernst. Eschelburg, seid ihr soweit? Kröppelshagen, seid ihr soweit? Dennis, drück dir die Daumen. Börnsen, seid ihr soweit? Okay, dann gebe ich das Startkommando. Auf die Plätze! Fertig! Los! Liter pro Minute Durchflussmenge aus dem B-Schlauch bringen das Kart erstmal auf Tempo 40. Wetten, das blickt schon in die Zukunft des Wasserstoffantriebs. Nicht ganz sehbar erreicht, weil 20 Tankstellen insgesamt auf 400 Meter. In den Kurven kommen 10 Schläuche zum Einsatz, damit ist der Vortrieb weniger brachial. Und man sieht das jetzt hier ganz deutlich. Wenn die Wasserkanonen, will ich mal sagen, mittig treffen, dann geht ein Ruck durch dieses Kart. Und das fühlt sich nicht an wie ein sanftes Tätscheln am Rücken, sondern eher wie ein Tritt in den Allerwertesten. Schauen Sie sich das an, diese Wasserfontäne, die ja um Dennis Kopf herumspritzen. Jetzt wieder ein bisschen langsamer geworden. Und schauen Sie auch auf die Hinterachse. Das sieht zwar aus, als sei sie kaputt. Die Räder machen so eine leichte Grätsche. Das muss aber so sein, damit gerade in den Kurven das Kart stabil bleibt. Ja, hat jetzt ein bisschen längeren Weg gemacht. Er ist ein bisschen abgekommen von der inneren Bahn. 1,11, 1,12 ist jetzt schon in der letzten Kurve. Nicht ganz getroffen der Strahl, aber immer noch gute Fahrt von Dennis Kropp. Und das müsste reichen. Jawohl, 1,25, 76.
Dennis Kopp, der betriebswirtschaftliche Wirtschafter mit viel Zeit, um sich solche Wetten auszudenken, hat gewonnen. Wow! Wackelig, ja, ja, ich hatte auch Bedenken. Fantastisch, fantastisch. Hättet ihr nicht gedacht, Wahnsinn, oder? Das, war, ja, das hätte ich nicht gedacht und zwischendurch war es ja auch wirklich mal kurz wackelig. Ne? Also, so gut. Als sie am Anfang so bei der zweiten Runde haben sie zwei, drei Mal daneben geschossen, da dachte ich, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das eng. Dann aber gut, ja, ja. Und auch da das Ganze so zu halten, also für Dennis, das war nicht einfach, oder? So dringend. Nein, nein, ich dachte, wenn das Ding jetzt wackelt oder umfällt. Ja. Ach so, ich meine, ja. ihr seid ja solche Geschichten gewohnt, ihr macht ja nur so einen Quatsch, aber das war natürlich das war von Seiten der Feuerwehr. Wow! Guck mal, was Wasser machen kann. Wie er da losgeschossen ist. Ja, super Idee. Aber da kann es ja nicht so oft brennen, wenn man Zeit hat für solche Ideen, ne? Ja, ja, ja. Ja! So was hat man lange nicht gesehen. So schön! So schön! Ich hab's nicht angesehen. Giovanni! Vielen lieben Dank! Das muss jetzt wirklich wahnsinnig kalt sein da draußen nach dieser Wette, du. Michelle, alle nass. Wir haben so eine. Das war so toll gerade. Diese Bilder, ihr habt es ja gesehen, alle sind zusammengerannt. Und was ich sagen muss, auch unsere Sprinter sind sich in den Armen gelegen mit, unserer Feuerwehr. Wundervolle Bilder, eine unglaubliche Wette. Ich danke euch tausendmal dafür. Yeah. Aber gleich. Auch ein ganz großer Applaus an unsere Athleten, die das mitgemacht haben, oder? Ein großer Applaus an alle, an die Athleten natürlich, an die Freiwillige Feuerwehr. Ich würde sagen, Michelle, wir laden ihn in die Halle ein, da gibt es was ja. Warmes. Kommt zu uns in die Halle, es gibt ja was Warmes zu trinken. Die Eiskönigin hat zwar mehr gelitten als ihr, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sollten die jetzt auf einen warmen Drink hier einladen. Eine heiße Schokolade für alle. Ah. Bis gleich. Wir warten auf euch hier. Grazie, bis gleich. Mega, Leute. Meinst du, die Feuerwehr weiß, was eine heiße Schokolade ist? Ich hoffe so. Ich kann doch kein Alkohol anbieten. Ja, das wäre unverantwortlich. Ja, oder eine heiße Schokolade. Der Feuerwehr Alkohol geben, was dann passiert. Ja. Ja, genau. Dann brennt's. Ja, Wassermarsch. Das sag mal, war fantastisch. Was heißt Feuerwehrleute auf Italienisch? Pompieri. Ein schönes Wort. Pompieri. Ja. So, ich mache mal die nächste Ansage hier und bewege mich in diese Richtung. Da steht einer, wo draufsteht, was ich sagen soll. Erinnern als Publikum, weil Giovanni Zarella hat nächsten Samstag eine ganz große Show. Das sollte eingeblendet werden. Ich warte auch dauernd drauf. Also hier auf dem ZDF. Da steht's. Ja, Giovanni Zarella macht nächsten Samstag um 20.15 Uhr im ZDF eine große Show. Sie bleiben also bitte in der Stimmung von heute Abend und machen am Samstag da weiter, wo wir heute aufhören. Vergessen Sie die beiden Herren da. Lacht nicht so dreckig. Wir lachen nicht dreckig. Wir freuen uns auf die Giovanni Zarella Show. So ist das. Aber ja, bei euch da rennen so singende Viecher rum. Bei uns echte Stars. Es ist ja wirklich ein Glücksfall für diese Show, dass wir nicht mehr ins Ausland schauen müssen, wenn wir internationale Künstler suchen. Sie macht gerade in Amerika eine Riesenkarriere, war in all diesen großen Talkshows, kommt allerdings aus Hamburg. Das haben Sie bestimmt nicht vermutet, als Sie Ihre Songs im Radio gehört haben. Und die hört man so ungefähr alle halben Stunden. Ihr aktueller Hit heißt Girls Like Us. Herzlich willkommen, Zoe Wees. Stuck here in these walls, so sick to my stomach. Is anybody there? Rise,
relish in the darkness. Everyone's so harsh. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the kick. Only whisper, but you won't shout. Cause the second you wake, too much pressure to take. Every part of you wants to cry out. It's hurtful, ghosts like us. We don't know who we trust, not even the ones we love. Cause they don't know how. Trying to numb this pain, cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain, they don't know how. Mirror window walls, don't see beautiful. Staring back at me, watching my heart bleed out, trying not to freak out. Oh, it's hurtful. Girls like us, we don't know who we trust, not even the ones we love, cause they don't know how. Try to numb this pain, cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain, they don't know how. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo, hallo. Hey, hey. Ich weiß, man fragt junge Frauen nicht so dämlich, wo kommst du eigentlich her? Aber in diesem Falle hoffen wir natürlich, dass egal, wo man dich auf der Welt fragt, du immer sagst aus Hamburg. Yeah, because it is what it is, right? It is what it is. Hamburg, yeah. Even if you speak English. Yeah, I come on Deutsch. From Hamburg. Yeah. I'm a hamburger. Yeah, yeah. Danke, dass ich hier sein darf. Hamburg, I don't know. Zoe, it's a great song. Thank you. Und was du machst, ist toll. Wir freuen uns, dass du da bist. Und was ich gerade gesagt habe, es ist ja toll, dass wir inzwischen im deutschen Musikgeschäft internationale Größen haben. Und you'll be one of them. Yeah, hopefully. I'll give everything. We'll give everything. You do. Yep, yep. Dankeschön. Girls Like Us, Zoe Weese. Thank you. Thank you, guys. Dankeschön. Ich habe bei Wetten, dass immer gerne das Podium genutzt, um auf große Ereignisse hinzuweisen, die uns bevorstehen. Jetzt darf ich im eigenen Hause Reklame machen. Das Adlon, diese große Serie zu dem berühmten Berliner Hotel, ist immer noch der erfolgreichste ZDF-Dreiteiler, überhaupt der erfolgreichste Dreiteiler, den es in Deutschland gegeben hat. Mit dem gleichen Regisseur haben wir eine andere deutsche Institution jetzt zu feiern. Das dauert zwar noch ein bisschen, im Januar geht's los. Der Palast.
Wir erinnern uns alle an den Friedrichstadtpalast und da gibt es jetzt ein größeres Werk, das wir uns jetzt ein bisschen anschauen und ein bisschen Reklame dafür machen wollen. Zwei Darsteller, eine ist eine ganz junge Künstlerin und den anderen kennen Sie hundertprozentig. Ich freue mich auf Svenja Jung und Heino Färch. Hallo. Svenja, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Heino. Servus, grüß dich. Servus. Hallo. Bitteschön. So. Joko und Klaas. Hallo. 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 Grüß dich. Hallo, schön dich kennenzulernen. Hallo. Guten Abend. Die Nachbarin. Michelle. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. So, darf ich in die bitte, Mitte? Bitte, bitte. Vielleicht etwas ungeschickt jetzt, aber nichtsdestotrotz. Helene. Ja. Übrigens, ich fang gleich mit euch an. Es fällt mir nur gerade ein, ich war ja ein bisschen unsicher, was frage ich Helene? Habe ich im Radio mal so rumgefragt, eine Frau hat angerufen. Ich habe bei ihrem Vater schwimmen gelernt. Kann das sein? Hat dein Vater mal Schwimmunterricht gegeben? Ja, durchaus. Ja. Dann grüße ich doch mal ganz lieb die junge oder ältere Dame, wie auch immer. Nee, das war eine junge Dame, deren Tochter bei deinem Vater, glaube ich, schwimmen gelernt hat, nichtsdestotrotz, zum Friedrichstadtpalast. Ja. Schön, ja. Gut. Ja, naja, ich muss das ja alles hier abarbeiten, ja, in richtiger Reihenfolge. Und die Frage lag mir noch auf den Nägeln, die brennt seit einer halben Stunde. Okay. Aber ich fand, das war auch ein guter Moment, sie zu fragen. Svenja, finde ich auch. Ja, ja, aber das ist mir egal. Ich kann sagen, dein Papa war vorher da, hat gesagt, er freut sich wahnsinnig, dass Svenja in Wetten, das ist. Ja, ich habe ein Selfie mit ihm gemacht. Dein Vater ist jünger als ich. Kann das sein? Das ist mein Stiefvater. Aber ja, der ist auf jeden Fall aufgeregter als ich. Und auch schon seit einer Woche. Ich glaube, der schläft auch seit einer Woche nicht. Wo ist er denn eigentlich? Papa? Thomas? Heißen alle Thomas hier. Ja, es haben gerade viele Leute gewunken. Ne? Ja. Naja, er nichtsdestotrotz. Papa ist da und freut sich. Ja. Er hat auch allen Anlass, denn das ist ein großer Event, der uns da ins Haus steht. Heino ist das ja gewohnt, der war in verschiedenen anderen Geschichten schon dabei, die Uli Edel gemacht hat. Ich bin ein großer Fan und ein Freund von Uli Edel. Der kam ja vom amerikanischen Fernsehen, hat da viele große Serien gemacht, Houdini, und hat mich auch extra darauf hingewiesen, dass er mit dir schon in Caesar zusammengearbeitet hat. Julius Caesar, genau. Julius Caesar ist war der Mind of Complex. Ja, im länger her. Ja. Arbeiten deutsche Regisseure, die ihr Handwerk in Amerika betrieben haben, anders als deutsche Regisseure? Merkt man da einen Unterschied? Naja, Uli, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein paar Tage am Set geschrien bei Kälte und Nässe. Uli, also wir haben auch ausgemacht, wenn meine Stimme versagst. Wenn du nicht mehr sprechen kannst, dann musst du weitermachen, ja. Das ist nur eine Frage der Zeit, es dauert nicht mehr lang. Uli ist, was man einen großen Regisseur nennt. Uli ist ein Herzensmensch und hat durch die Jahrzehnte in Amerika eine große Ruhe, eine unglaubliche Genauigkeit, ein wahnsinniges Timing, ein wahnsinniges Gefühl für Emotionen. Mhm. Und ein Gespür dafür, wie viel nötig, wie wenig möglich und was er erzählen möchte und wie er den Zuschauer ins Herz trifft. Bei Friedrichstadtpalast denkt man ja weniger an Emotionen, sondern eher an Tanzfiguren, an geschwungene Beine. Ja. Es ist ein großes Showtheater, das es ja immer noch gibt, immer noch eines der größten Showtheater der Welt. Hast du irgendeine Ahnung vom Friedrichstadtpalast gehabt oder hast du es zum ersten Mal im Drehbuch kennengelernt? Nee, ich kannte den Palast, weil als ich nach Berlin gekommen bin, ich komme ja vom Tanzen und habe mir gleich irgendwas gesucht, wo ich trainieren kann. Und dann habe ich die Friedrichstadtpalast-Dancer gefunden. Das sind jetzt nicht die, die auf der Bühne tanzen, sondern die ehemaligen oder die, die sonst einfach trainieren. Und mit denen habe ich ganz am Anfang in Berlin trainiert. So. Das war mein erster Berührungspunkt mit dem Palast. Und mit Heino zusammenzuarbeiten, ich meine, das ist ja einer von unseren Granden, er war schon des Öfteren hier. Ich habe dann noch eine private Frage an dich, aber ich stelle sie lieber gleich, weil ich meine Fragen etwas... Ja, nur zu. Ich habe nämlich die Absicht, mir nach dieser Wetten-das-Sendung endlich die Haare schneiden zu lassen. Ja. Ja, Thomas, runter mit den Locken. Ja, ich sehe aus wie du, Mensch. Nein. Und
Heino, du hast auch im Friedrichstadtpalast jetzt wieder so eine tolle Perücke auf. Na, da haben Uli Edel und ich uns gesagt, lass doch mal die Haare wachsen, Heino. Und ach so. Das ist das Ergebnis. Ich wollte dich fragen, ob du mir dann eventuell die eine oder andere, du siehst ein bisschen aus wie Helmut Schmidt in der Geschichte. Findest du? Ja, wir gucken mal rein. Ausschnitt aus Friedrichstadtpalast mit Heino Ferch und Svenja Jung. Das ist also Ihr Las Vegas. Das größte Revue-Theater in ganz Europa. Wir sehen ja komplett identisch aus. 17. Mai 61, mein Geburtstag. Meiner auch. Bist du mein leiblicher Vater? Ja, da bin ich. Der Palast gehört den Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik. Wir tauschen richtig. Wer ist das? Ja, das sind doch die Herren, mit denen du verhandelt hast. Ja, klar. Wer bist du? Bist du meine Mutter? Ich bin deine Mutter, aber ich habe dich nicht geboren. Weißt du, wie gefährlich das für uns alle ist? Und für das Unternehmen? Ihr habt mich 27 Jahre lang angelogen. Ich kann ohne Freiheit nicht leben. Ja. 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 Hat man richtig Lust, den Film zu sehen. Sehr gut. Sehr gut. Wow. Drei Tänzerinnen hier. Du hast ja auch Musical gemacht. Ja. Helene tanzt jeden Tag auf der Bühne und du jetzt auch. Wir wollen natürlich auch ein bisschen von der schauspielerischen Seite das Ganze her sehen. Du spielst eine Doppelrolle, was ja nicht einfach ist. Gibt es auch Szenen, wo du mit dir selber spielen musst? Ja, klar. Es gibt ein paar Szenen, wo, also immer, gerade in dem Trailer war auch eine Szene, wo wir beide uns zum ersten Mal sehen, wo wir uns gegenüberstehen. Und das war dann sehr technisch, weil wir immer, also ich habe eine Seite gespielt und dann habe ich den Ton von der einen Seite gehört und habe die andere Seite gespielt. Das heißt, man musste sich vorstellen, ich musste mir vorstellen, was ich sage, wie ich reagiere und darauf reagieren. Mhm. Also das war die größte Herausforderung, die ich jemals hatte beim Spielen. Und dann die anderen Szenen, wo wir in Close-Up sind, also nah auf dem Gesicht sind, da hatte ich meine Schwester, also meine richtige Schwester war mein Double und mit der habe ich das zusammen gespielt dann. Wow. Interessant. Und meine richtige Schwester heißt Christine, ich heiße in der Rolle Chris. Und habe aber immer Chris gespielt, wenn Chris Marlene gespielt hat. Jetzt wird's kompliziert. Genau, ganz genau. Also ich bin Svenja, war Chris und meine Schwester ist Chris und war Marlene. Und Uli und ich glaube, das ganze Set sind zwischendurch immer wahnsinnig geworden, weil wir alles verwechselt haben. Und das ist ja eh nicht chronologisch erzählt. Und dann diese zwei Figuren und die Zwillinge. Und das war schon, das war schon eine große Herausforderung, hat echt viel Spaß gemacht. Du hast eine größere Rolle als Heino, es haben aber schon 495 Frauen angerufen. Heino soll noch was sagen. Ich soll noch was sagen, ja. Soll ich jetzt weiter, oder? Nein, das mache ich schon, keine Sorge, das kriege ich hin. Ich habe mal mit dir, mal mit der anderen gespielt. Ich bin der Vater von Svenja in dem Film, von beiden Töchtern. Mal was, mit mir und mal mit der anderen. Mal mit dir, mal mit der anderen. Die konnte heute nicht. Die konnte heute nicht, die andere. Was soll ich sagen? Wir dürfen verraten, dass es um Zwillinge geht, die getrennt werden im legendären August 61 in Berlin. Wir alle wissen, was da passiert ist in einer Nacht und diese Nacht hat Schicksal gespielt in dieser Familie. Und so wächst mit mir eine Tochter auf und mit meiner Filmfrau, gespielt von Anja Kling, wächst die andere Tochter in Ost-Berlin auf. Mehr verraten. Was geht in einem gut aussehenden jungen Mann vor, dem man sagt, wir haben eine tolle Rolle für Sie, aber Sie sind der Vater und Ihre Töchter sind auch schon über 20. Da liest man das Drehbuch und sagt, toll, es ist, wie es ist. Du. Es ist, wie es ist, ja. 48 sag und damit muss man leben. 48? Ja. Ich bin ja, dreh die Zahlen rum und du bist bei mir. Ja. Aber da wollen wir hin. Schaffen wir. Ja. Also wir beide sind die Einzigen, die über das Älterwerden in diesem Geschäft hier reden können. Das ist ja alles hier Gemüse, also junge Frauen und junge nachwachsende Kräfte. Seid ihr noch so jung oder wie? Nee, auch nicht. Du bist auch ewig jung, aber... Ach, danke, aber du weißt, ich bin nicht mehr so jung. Deswegen habe ich ja gesagt, auch ewig jung. Dankeschön. Aber Heino, ist es angenehm, in diesem Geschäft älter zu werden oder muss man sagen, es gibt natürlich bessere Rollen für junge Darsteller als für Ältere? Naja, ich durfte junge Darsteller spielen, also als junger Darsteller tolle Sachen machen. Ich darf
immer weiter tolle Sachen machen. Das ist ein super Angebot gewesen. Mit Uli Edel zu arbeiten war sofort. Da gab es keinen Platz für ein Nein. Das wissen wir beide. Wir mögen es sehr, miteinander zu drehen. Und das sind in jeder Altersklasse sind das schöne Rollen, die an mich herangetragen werden. Also Knock on Wood. Ich kann mich nicht beschweren. Also noch einmal, die Serie heißt Der Palast. Es geht zwar um den Friedrichstadtpalast, aber es ist einfach Der Palast. Ja. Das merkt man sich einfacher, hat was Größeres und es ist ja auch was ganz Großes. Du hast nicht mit kleinen Rollen angefangen, sondern die einen oder anderen unserer Zuschauer, eher wenige, werden sich noch an Unter uns erinnern. Das war eine Soap, aber ich glaube, das ist der Einstieg ins Schauspielergeschäft und dann kann man zeigen, dass man wirklich für andere Sachen sich prädestiniert, denn es ist ein großer Unterschied zwischen einer Soap und zwischen dem, was du jetzt gemacht hast. Würdest du das als Weg nach oben bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass also ich war dann 19, als ich Unter uns war, für ein halbes Jahr und ich habe da ganz viel gelernt. Das waren so meine Baby-Steps ins Schauspielen rein und ich bin da total dankbar für, dass ich da war und auch gelernt habe, schnell umzusetzen und so. Und klar, dann habe ich da aufgehört und dann durfte ich so peu à peu größere Rollen spielen und größere Projekte machen. Ein leuchtendes Beispiel für euch beide hier. Unter uns. Ja. Nein, aber gibt's das denn noch? Ich weiß, also wir würden. Ich glaube, das gibt's noch, ja. Aber wir würden definitiv jede Telenovela würden wir einsteigen. Also. Aber du hast doch deine eigene Serie. Die ist vorbei jetzt. Ich habe die geliebt. Wirklich? Ich fand Check, der Hammer. Check kann man ja immer noch gucken bei Join, also es ist schon noch da. Jetzt geht das wieder los. Wir kommen zu unserer Wette. Ja, ich wollte nur kurz sagen, du ähnelst sehr Judy Foster, als sie jung war. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Habe ich schon mal gehört, ein, zwei Mal. Ja. Das ist eine große Ehre, also. Wirklich? Der ähnel ich gerne. Naja. Und Thomas, er kennt das ja mit dem Bruce Willis dauern, oder? Wenn man ich weiß gar nicht, ob die was zusammen gemacht haben, Jodie Foster und Bruce Willis. Das können wir mal anregen, oder? Könnte man anregen, ja. So, also ich komme zu meiner Wette, damit es nicht heißt, er hat er vergessen. Für Michel. Diese Wette haben sich zwei Schwestern beworben. Oh ja. Ganz lustige und süße Schwestern. Und das sind die Caroline Gärtner und die Martina Czemlek. Und wenn wir schon so weit sind, lest die Wette vor, weil das toll ist. Ja, machen wir sofort. Bevor die beiden kommen, man kann es nämlich kaum glauben, das ist eure Wette und ihr müsst euch entscheiden, gewinnen sie oder gewinnen sie nicht. Aber was sie gewinnen wollen, ist abenteuerlich. Die Schwestern Caroline Gärtner und Martina Czemlek wetten, dass Martina 50 Musiktitel nur am Geräusch erkennt, welches Carolina beim Putzen einer Toilette mit einer Klobürste erzeugt. Was? Yeah. Ja. Es müssen 4 von 5 Liedern richtig erkannt werden. Das ist mein Humor. Ja. Das hört sich nicht nur abenteuerlich an, das ist auch abenteuerlich. Hier sind Carolina Gärtner und Martina Czemlek. Schön, dass ihr da seid. Danke. Als ich die beiden zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, naja, so 23 und 21, ja, aber ich lag wieder daneben, wie so oft im Leben. Ihr seid bereits Mütter, habt selber Kinder. Ja. Wie alt sind eure Kinder? Euer 4, 8 Fragen. Und 10. Meine sind 2 und 5. 4, 8 und 10, 2 und 5. Also ist das okay, wenn eure Kinder eines Tages sagen, unsere Mütter haben bei Wetten, das mit der Klobürste. Hallo, ob das okay ist? Wir sind stolz drauf. Das ist gut, das ist gut. Wir auch. Aber jetzt erzählt ihr uns auch, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ich meine, ihr seid sehr musikalisch, oder? Ja. Okay, aber auf eine Klobürste zu kommen, also um einen Musiktitel zu erkennen, wie kommt man darauf? Also in unserer Familie wurde schon immer Musik gespielt und gemacht. Schon als Kinder waren wir beim Lagerfeuer dabei und wurde Gitarre gespielt und gesungen. Genau. Und deswegen hören wir einfach auch überall Musik. Und so kam das auch. Es musste kommen, dass wir auch mal mit einer Klobürste spielen. Ja, aber wie ist es entstanden? Ich meine, genau, ihr geht oft zusammen aufs Klo und dann. Also nein, ich meine, Frauen machen das oft. Und Männer machen das bestimmt auch. Ja, man erzählt sich ganz wichtige Sachen auf dem Klo. Ja. Und aber man muss sich das so vorstellen, wenn Musik läuft und man geht schon so im Beat, und komm, Schwester, und dann geht's weiter. Ja, so gehe ich dann, ja auch immer. So gehe ich ja auch immer. Ja, und dann so. Ja. Und ich dann so, warte mal, das lief doch gerade. Ich so, komm.
komm, mach Solange noch einen. Solange das alles noch rein. So schön sauber ist. Ja, und du so wolltest ja ging den das Siegen. Immer weiter. Ich kenne das noch so aus der Meier. Nein, Thomas! Monsignore! Da, du merkst, da erinnern sich noch einige Ältere. War das jetzt dein Segen für meinen Mann? Das war das war, das war Nein, ohne das war Toilette. Wie in der Meierndach. So. Ohne Toilette, ja. Aspergemi. Genau. So. Okay. Es ist alles ganz, die Toiletten sind nicht angeschlossen. Das ist ja eine reine Kulisse hier. Macht euch keine Gedanken, es ist alles okay. Sauber. Das war Mineralwasser. Sieht gut Und aus. Wie habt ihr euch das vorgestellt jetzt? Wie funktioniert das? Caroline, die sitzt da bei der. Sie wird diese Lieder erzeugen, also ja. Das Geräusch, genau. Und du musst es erhören. Ja, ich bin sonst immer diejenige, die so viel redet, und heute darf ich mal leise sein und zuhören. Ja. Ja. Ihr könnt euch sehr kenn das. Dankeschön. So. Macht also. Euch bewegen. Wir haben hier diese 50 Musiktitel. Ihr könnt mehr, aber wir haben gesagt, wir schaffen nur 50 und wir wissen natürlich nicht, welche Musiktitel hinter welchen Klorollen verborgen sind, und das ist natürlich auch der Sinn der Sache. Heino und Juliane. Svenja. Aber bisher war ich prima, oder? Svenja, das ist mit dem. Dabei sage ich immer, nehmt einen Zettel mit allen Namen, was steht drauf, Wetteinsatz, den hätte ich mir selber jetzt merken können. Svenja und Heino, euer Wetteinsatz bitte. Svenja Jung, ich weiß es auswendig. du sagst, ich schaffe es. Unser Wetteinsatz oder? Na, die Frage ist, was würdet ihr machen, wenn ihr die Wette verliert, sagen wir mal so. Das habt ihr euch doch überlegt, wir wissen von gar nichts. Na gut. Dann drücken wir denen also, auf. Dann lassen wir uns was einfallen, es geht ja ums Tanzen. Ja, genau. Kennst du von Quentin Tarantino Pulp Fiction, diesen Tanzfilm, wo Travolta... Ja. Habt ihr den Film gesehen? Aha. Lange her, ja. Den hat eigentlich jeder gesehen, das ist ein Kultfilm. Dann drücken wir ihnen jetzt diese Tanznummer auf. Ah, okay. Habt ihr Lust darauf? Nö, nein. Das ist ja nicht, die sollen ja keine Lust drauf haben. Also, nein, die dabei, wir googeln das. Eine Strafe aber sein. Ihr kennt die Nummer, oder? Ich ja. Hab's mal gesehen irgendwann, ja. Ich habe ihn, glaube ich, vor 2 Jahren gesehen oder so, den Film. Okay. So, also. Aber immerhin das und nicht Dirty Dancing. Dann bitte jetzt eure Tippabgabe. Schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht, diese Titel zu erkennen? Svenja, erst du. Also. Schon wir die Stimme. Ha? Schon wir die Stimme von deinem Partner. Ja, nee, das machen wir. Also, das sind 2 Schwestern. Ja. Ich habe ja auch eine Schwester. Ich finde es krass so, und ich finde es sehr beeindruckend, wenn ihr das schafft. Aber ich will auch nicht an euch glauben, deswegen glaube ich an euch und bin mir sicher, dass ihr es schafft. Alles klar. Also Svenja sagt ja und Heino sagt auch ja. Heino ist mitgegangen, mitgefangen. Man merkt, du hängst doch in dieser Doppelrolle. Aber Heino, du musst mit. Ich muss mit? Ja klar, du musst auch sagen, ob du dran glaubst oder nicht. Ja, du musst sagen, ob du dran glaubst oder nicht. Ich bin sehr skeptisch, muss ich sagen. Ah, ja, okay. sie hat ja gesagt. Ja? Okay. Achso, wenn ich jetzt Nein sage, dann müssen wir es machen. Auf jeden Fall, das ist die sogenannte Aber-Falle. Also ich hätte ja Box zu machen. Du willst tanzen jetzt, bleib mit mir. Ja, ich hab schon richtig. Dann muss Heino sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Nee. Dann wird getanzt. Ach so, ja, ich bin denn dagegen. Okay. Gut. Ja, na gut, okay. Bitteschön. So. Okay, dann fangen wir an. Ja, dann fangen wir an. Wir brauchen noch dein Top, die Wette gilt, bevor wir anfangen. Muss ich erst Top, die Wette gilt sagen? Ja, ich glaube schon. Also, ich wollte einmal mit Klopapier in der Hand sagen, Top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Carolina und Martina gegeneinander. Ich zeige dir jetzt den Song. Willst du ihn auch sehen? Willst du wissen, worum es geht? Hier. Hier unten, irgendwo muss der sein, da ist er. Manches weiß ich nicht, ob ich mein Klopapier abwickel, kriege ich hin. Wow. Um Gottes Willen. Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also, ich kenn den Titel, aber ich habe keine Ahnung, wie der sich im Klo anhört. Alles klar.
Das ist Seven Nation Army von den White Stripes. Ja, 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 ja. Ist das nicht der Wahnsinn? Unglaublich, ja? Ja. Wie lange hat das gebraucht? Und wie habt ihr das einstudiert? Diese ganzen Titel? Lass mich noch einen nehmen. Wir haben 2 Monate lang irgendwie einfach gehört, gespielt. Monate auf dem Klo, ist auch nicht einfach. Also wir haben es auch mit Zahnbürsten und Tassen oder auch manchmal mit einfach nur einer Packung Taschentücher auf dem Tisch. Wir haben einfach Sounds ausprobiert. Mit diesem Klobürste war es dann leistbar. Michelle, ja? Du darfst sehen, was es schon mal ist. Den Titel kenne ich auch, also dir darf ich ihn ja zeigen. Mhm. Alles klar. Alles klar. Ein Griff ins Klo. Hoffentlich nicht. Das ist Pokerface von Lady Gaga. Ja! Ja! Alter! Ja! Toll! 4 von 5, 2 Pokerface haben Sie. Lady Gaga, in diesem Fall Lady Kaka, aber nicht. Nein! Ich wusste, dass das kommt. Das darf nicht wahr sein. Du bist aber heute wirklich gut drauf. Also, ich sag es. Also, ja. Ich hab so einen Spaß. Du hast der Zoe Wies tatsächlich You're a Hamburger gesagt. Ich bin fast tot umgefallen. Ich musste so lachen. Man sagt auch nicht Cheeseburger zu Frauen. Ich mach mir gleich in die Brust. Okay. Wir können sie nicht dekonzentrieren. Oh Mann. Doch. Aha. Mhm. Mhm. Da sind wir mal gespannt jetzt. Ich kenne den Sänger, aber... Müssen wir was anderes nehmen? Wollen wir was anderes nehmen? Du hast ja jetzt ein bisschen was verraten. Nein, das darf... Darf man was anderes nehmen? Naja, weil ich kenne den Sänger, jetzt weiß ich, dass es ein Sänger ist. Ja, dass es ein Sänger ist. Also wir wollen ja fair sein. Nein, komm jetzt. Ja, bin ich spüren. Ist okay. Gut. Okay. Wer war es denn? Aber nicht, dass man dann sagt, dass wir uns da... Sagen wir mal so, wenn Sie den erkennen, den wir jetzt nehmen, dann vergessen wir den Ed Sheeran. Okay. Okay. Den hatten wir auch schon heute. So. Oh je. Musst du den... Was für Töne. Da wünscht man sich den Ed Sheeran zurück. Okay. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Kann ja mal passieren. Ich überlege gerade, ob ich das auf dem Boden gesagt habe. Entschuldigung, das war ich. Okay, Entschuldigung. Ich mache weiter. Konzentrier dich. Okay, ich hab's gleich wieder. Wie gut, dass ich hier schon auf dem Klo bin. Ich war noch nie mit Thomas Gottschalk auf dem Klo. Okay. Ihr wisst, ich glaube an okay. euch. Okay, so, Ruhe. Alles klar, ich bin wieder da. So. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal. Moment. Jetzt. Ist das Frozen von Madonna? Ja! Ja! Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie das erlaubt. Ah ja, das war. Aber. Also, ich muss jetzt einmal nachfragen. Ja. In welchem Moment von Frozen musst du ins Wasser und dann raus?
Also ist es so. Eine nasse Bürste ist lauter als eine trockene. Und wenn ich halt viel am Rand herumkratzen muss, weil sie halt so langgezogene Töne singt, dann hört man dann das Ende nicht mehr. Also muss ich zwischendrin dann nochmal eben... Also so... Wenn es feucht ist, kommt es besser raus. Oh, okay, okay. Fenja, bist du noch da? Fenja. Ja, wir sind wahnsinnig fasziniert. Genau. Wir haben uns gerade noch mal kurz die Frage gestellt, wie seid ihr noch mal darauf gekommen, dass... Entschuldigung. Was ist da? Ich kann garantieren, hier gibt es nur heiße Schokolade. Die Schwestern haben nichts getrunken. Okay. So. Okay, jetzt bleiben wir mal ernst. Ah. 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 Ja. Warte. Yellow Submarine von den Beatles. Ja! Ja! Und die Wette ist gewonnen! Oh, ich bin gewonnen! Yellow Submarine. Yellow Submarine. We all live in a Yellow Submarine. Schon gewonnen! Die Klobürste, die ist so schön, die passt zu meinen Schuhen, die will ich behalten. Willst du mitnehmen? Ja. Aber warte, dann nehme ich sie auch mit. Mitnehmen. Danke. Kriegst du? Mein. Kriegst. Ach, guck mal, das sah so schön aus hier gerade. Warte mal, wollen wir noch mal hier so kurz mit der Kamera neben Madonna hier. Ach so, dann halte ich den auf. Ist das schön. Dass ich das noch erleben darf. So. Ach, guck mal, darf ich auch mal? Oh. Also wirklich noch ein ganz, ganz großer Applaus für unsere Schwestern Carolina Gärtner und Martina Czernlek. Das war ganz toll. Toll, bitte gewonnen. Ja. Danke, danke schön. Ciao, ciao, danke schön. Danke dir. Das war super. Oh mein Gott. So. Ja. Toll. Ich habe an euch geglaubt. Danke. Toll. Ja, unglaublich, oder? Aber habt ihr sowas schon mal gesehen? Heiner hat's versaut. Ja. Ich hab's versaut? Ja, weil ihr tanzen müsst. Ihr wart... Das war aber knapp. Es war ganz knapp. Ja, wieso hab ich's versaut? Und bei den Sheeran wären sie wahrscheinlich gescheitert, aber ich habe gedacht, nee. Was ist denn mit Sheeran den ganzen Abend? Nein, ich habe einen Titel gewählt, wo ich mich schon verraten habe, weil ich habe gesagt, ich kenne den. Aber damit die Leute auch wissen, dass ich irgendwas mal kenne, nachdem ich Svenja versaubeutelt habe. Das ist okay, du musst dir so viele Namen merken in deinem ganzen Leben. Wer war übrigens Martina und wie hieß die andere nochmal? Caroline. Wer war Martina und Caroline? Martina war die, die gehört hat und Caroline war die, die geputzt hat. Bist du sicher, ja? Ja, ganz sicher. Warum? Gut, weil ich nicht mehr weiß. Ich habe es nie gewusst, aber ich gehe jetzt mal. So. Also ihr müsst dann später Pulp Fiction tanzen, okay? Es ging ja bei der Besetzung dieser Sendung immer darum, wer kommt, wer kann kommen, wer möchte kommen. Und ich habe natürlich auch noch meine Wünsche gehabt. Ich habe gesagt, bitte nehmt jemanden, den ich kenne. Wie man ja gerade merkt, ist das auch wichtig. Und es wäre schön, wenn nicht alle Interpreten jünger wären als ich. Bei unserem nächsten Interpreten hat das ZDF eine Ziellandung hingelegt. Hier ist Udo Lindenberg. Kompass! Dein neuer Song. Immer schon so lange ich denken kann, kenn ich dieses Bauchgefühl, dass mir meine heiße
jetzt noch wirst, hab ich was dabei, das mich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um mich dreht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn ich mal durchdreh, nicht weiß, wohin es geht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Was dabei, das sich nie hängen lässt, auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist ein Kompass und zeigt dir den Weg, er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt, und wenn du mal durchdrehst, nicht weißt, wo es geht, dein Herz ist ein Kompass. Zeig dir den Weg. Und das Panikorchester! Yeah! Das Panikorchester! 500 Jahre auf der Bühne! Kein Ende abzusehen! Habt ihr schon mal hier, die Zeit los, geht immer weiter. Da waren einige starke Dance-Moves dabei, Udo. Ja, wir sind jetzt, wir grooven uns ein für die nächste Tournee. Und guck mal hier, die unterwegs. Fantruppe ja. Ist, ja, ja. Udo, ich will ein Kind von dir. Achso, ja. Das wäre der Enkel. Nee, nee, nee. Ich bin dein Enkel. Früher standen da 30-Jährige, haben den Zettel hochgehalten. Ich will ein Kind von dir. Heute stehen da 30-Jährige. Udo, ich bin deine Tochter. Die Leute gehen auch wie die Zöpfchen, ist ja völlig klar. Wir haben die neue Droge für die Ohren, das Udopium. Das Udopium kommt. Das ist deine nächste Tournee. Die nächste Tour, ne? Wir machen uns jetzt ready. Die Leute brauchen wieder den Stoff, sie brauchen den Dealer. Wir müssen wieder kommen. Und wir machen uns jetzt ready für die nächste Tour. Ihr seid ja dann auch alle da, es wird fantastico, es wird so geil, ich gehe da jeden Abend auch selber hin, das so geil wird's. Aber das muss ich sagen, gestern Abend die Probe um 23.30 Uhr, wer steht hier leibhaftig und live auf der Bühne? Udo, du ziehst durch, du wackelst nicht, ne? Das sind die Unkaputtbaren. Ne? Unkaputtbaren. Die Start, ne? Ja. Die Zeitlosen, genau mit wie du, Thomas. Udo hat einen Tag vor mir Geburtstag, 17.05. du, 18.05. ich. Und du bist mir ein paar Jahre voraus, aber ich hole auf. Ja, das ist sehr geil, hier zu sein. Ich gratuliere, Thomas, zu werden das. Ich finde, es sollte auch weitergehen. Eine geile Sendung, wie du das machst. Wunderbar. Ja. Da sind wir mal vorsichtig. Ich hätte noch lange hin. Er hat gerade sein 50-jähriges Bühnenjubiläum abgeliefert. Oder 50 Jahre auf der Bühne.
2022 kommt Udopium und das Panikorchester ist dabei, oder? Wunderbar, alles klar. Danke. Schön, dass du da warst. Wir sind noch gern geblieben, aber wir müssen auch zu den Koalitionsverhandlungen nach Berlin. Deswegen muss ich jetzt schnell los mit meinem Flieger. Wir fliegen mit Salatöl, natürlich sehr grün. Gut, gut, gut. Du musst ja sehen, dass es in Deutschland ordentlich weitergeht. Ja. Ne? Klar. Udo, Quatschomat meets Scholzomat. Er hat mir mal ein Interview zersägt, weil er gesagt hat, ich bin doch kein Quatschomat. So, Udo Lindenberg. Tschüss, keine Panik. Wir haben noch eine Wette und einen Gast, über den ich mich wahnsinnig freue. Es schließt sich ja heute so ein bisschen der Kreis. Ich habe schon gesagt, ich habe in Hof angefangen und es bis nach Nürnberg gebracht. Aber Wetten, das und ich wäre nicht das, was es ist, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, über den ich mich jetzt wirklich freue. Er ist der Erfinder von Wetten, das. Er hat die erste Wette bei Wetten, das präsentiert und er soll auch die letzte präsentieren. Hier ist Frank Elstner. Frank. Hallo, freut mich sehr. Hallo, darf ich da durch? Vielen Dank. Jetzt setzt euch wieder. Vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich hier jetzt schon in Nürnberg heute Abend wie zu Hause. Ich kann mich genau erinnern, Thomas, an meine erste Sendung. Und du bist heute auch nicht ganz pünktlich. Meine erste Sendung war 40 Minuten zu lang. Und ich glaube, du schlägst mich heute. Echt? Ich mache halt, bis wir durch sind. Ich habe nie bösartig überzogen, aber die haben mir immer gesagt, mach das Ding fertig. Und wenn ihr so lange klatscht, was sollen wir machen? Es macht auch Spaß. Ich habe jetzt eine Karte zugesteckt bekommen. Und das ist für mich auch was völlig Neues. Da steht nämlich jetzt wieder Wetten, das drauf. Und ich soll die letzte Wette hier mit kommentieren. Du sollst sie nicht kommentieren. Ich möchte sogar, dass du sie präsentierst, Frank. Es okay. ist nämlich eine Baggerwette. Und Wetten, das ohne Baggerwetten. Michel, Frank hat nicht nur in meinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt, sondern auch in deinem. Ja, muss ich wirklich sagen. Also das ist jetzt ein emotionaler Moment für uns alle. Und ich bedanke mich bei Frank, weil eben nach der ersten Wetten-Das-Sendung, wo ich hier zu Gast war, du kannst dich noch erinnern, 1998, hast du mich am nächsten Tag angerufen und gesagt, hast du Lust, im deutschen Fernsehen zu arbeiten? Und ich, ja, wenn ich ab und zu aus Italien hier nach Deutschland komme, dann habe ich das dem Frank zu verdanken. Wir haben damals... Ja. Ich glaube, das hier nochmal, was ich sage, weil das betrifft natürlich ganz viele Menschen im Fernsehen. Auch wir hatten, und das ist schon wirklich ein paar Jahre her, immer mal wieder Gelegenheiten in unserer Karriere, wo es auch mal Momente gab, in denen wir nicht so richtig weiter wussten und in denen wir zumindest mal einen guten Rat gebraucht haben. Und da wussten wir auch, dass wir Frank anrufen können. Das habe ich auch getan. Und du hast dann wirklich von all dem, dass wir so über dies und das gesprochen haben, sofort umgeschaltet und hast gesagt, mach es so oder mach es so. Und das habe ich gemacht und das hat mir nicht geschadet. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, wenn ihr das so aufgenommen habt. Ja. Ich habe die Sendung jetzt die ganze Zeit verfolgt in der Garderobe. Und ich muss sagen, bei einigen Wetten habe ich immer so das Gefühl, alleine dafür muss man die Sendung erfinden. Wenn ich an diese Klobürsten-Arie hier denke, also das ist doch so eine verrückte Idee, wie überhaupt jemand auf sowas kommen kann. Und das ist für mich der Platz für Wetten, dass Dinge zu zeigen, die nicht üblich sind. Und ihr habt das ja nachgemacht, auf eure unnachahmliche Art und Weise ganz besonders große Abenteuer herauszufordern.
Und ich fordere dich heraus, rede mit dem Programmdirektor vom ZDF. Meinst wenn du, der wir geht? Morgen keine, ah. Wenn wir morgen keine ja. schlechte Quote haben, dann sollen wir, fordere ich, nein, bitte ich, Herr Himmler, dass wir Wetten, das einmal im Jahr machen, dann können wir nämlich gucken, wie alt ist Thomas geworden und wie jung ist Michelle geblieben. Na, wir werden hoffentlich den gleichen Spaß immer wieder haben im Fernsehen, den man bei Wetten, das hat. Das gibt es ja nicht mehr oft. Fernsehen hat sich wahnsinnig verändert, seitdem du da warst, seitdem ich da bin. Jetzt machen die das. Ja, und sie machen es gut. Sie machen es auf ihre Art und Weise gut. Ich habe bei euch so eine Herzschlagnummer gesehen. Da ist ein junges Mädchen unter dem Eis durch, weil wir gerade Eiskönigin gesehen haben. Unglaublich. Und ja. Das war natürlich eine andere Nummer. Bei uns kamen 12-jährige Mädchen, konnten Pippi Langstrumpf auswendig. Die Zeiten sind vorbei. Aber es geht immer noch. Ich bin überrascht, dass sowas funktioniert. Ich dachte, es muss wesentlich tougher sein, aber da kommen zwei junge Frauen mit den Klobürsten und die Nation freut sich, das ist doch toll. Ich glaube wirklich, dass die Richtung, die auch, glaube ich, viele Menschen vor dem Fernseher nicht sehen wollen, immer noch schlimmer und noch härter und noch und immer die Schraube immer noch weiter drehen, weil irgendwann ist sie ab, das wissen wir ja, sondern es geht weiterhin und das ist auch das, was uns wahrscheinlich Spaß macht im Fernsehen und, ja. und euch zu einer anderen Zeit auch angefangen hat, Spaß zu machen, irgendwann, als ihr damit losgelegt habt, das ist originell zu sein und irgendeine Idee zu machen, die es vielleicht noch nicht gab und die muss nicht ganz besonders hart sein, sondern sie muss vielleicht ganz besonders lustig oder eine Mischung aus doof und lustig und ein bisschen ja. eklig mit dem Klo da. Ne? Doof und lustig, das ist richtig. Also, wenn du bei den beiden wärst, dann müsstest du jetzt auf dem Hintern tätowieren lassen. Vielen Dank, Frank, oder irgend sowas. Wir machen das anders. Wir machen jetzt unsere Baggerwette und ihr beiden schaut zu So geht Fernsehen. Okay, Frank und das Schöne ist, okay. was wir jetzt machen, das ist wirklich echtes Live-Fernsehen. Denn wir haben das noch nicht probiert, ich habe den Bagger noch nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was passiert, mhm. aber ich lasse mich überraschen. Ich überrasche dich. Komm, ich gehe vor. Svenja. Nie mehr. Nicht, dass ich dich abhänge hier. So, ich kann vielleicht mal sagen, worum es geht. Das ist also jetzt mein sogenanntes Wetten-das-Körtchen. Andi Stolz wettet, dass er Frisbees, die ihm von seiner Cousine Niel Braun zugeworfen werden, mit der Baggerschaufel fangen kann. In 4 Minuten müssen 5 Frisbees gefangen werden. Und dazu noch eine kleine Information, das habe ich auch nicht gewusst. Eine Frisbee gilt dann als gefangen, wenn sie mit dem Greifer aus der Luft geschnappt wird. Und hier heißt es eine Frisbee. Ich habe immer gedacht, das heißt ein Frisbee. Dann habe ich vorhin gegoogelt. Und weißt du, was in Google steht? Frisbee ist ein Neutrum. Also wie wollen wir es jetzt ansagen? Naja, ein S, ein S. Ein S. Ein S. Also, eine fliegende Scheibe soll der Bagger auffangen. Und ich begrüße Andi Stolz und Niel Braun. Meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, dass diese reizende junge Frau Dachdeckermeisterin ist und einen eigenen Betrieb hat? Und hier kommt der große, schwergewichtige Andi. Guten Abend, Andi. Ihr seid verwandt miteinander. Ja. Und ihr habt beide, nicht nur ihr, sondern alle, die mit euch leben, eine fürchterliche Zeit hinter euch gebracht. Wir hatten ja in diesem Sommer dieses Unwetter in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und da konnten Sie, Andi, mit Ihrem Bagger nicht arbeiten für sich, sondern Sie mussten helfen und haben Tag und Nacht geräumt. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken im Namen aller, denen Sie geholfen haben.
Jetzt noch einen ganz kurzen, kleinen Baggerkurs. Es gibt ja viele verschiedenartige Bagger. Der hier läuft auf Rollen. Was ist der Unterschied zwischen denen mit den Rädern? Einer wird für größere Arbeiten eingesetzt, der andere für Feinarbeiten auf einem teuren Studioboden. Erklären Sie mir das. Merken Sie, wie das Niveau steigt? Also das hier ist ein kleinerer Kettenbagger auf Gummiketten, schön schonend für diesen Lackboden. Dann habe ich zu Hause noch einen Mobilbagger auf Rädern. Mit dem kann man von einer zur nächsten Baustelle fahren und diese unkompliziert erreichen. Und dann gibt es noch größere Kettenbagger auf Stahlketten, die hier den Studioboden nicht so schonen würden. Aber was mir persönlich wurscht wäre, aber der Frank, der Ihr Bagger fährt nicht selbst über die Straßen, sondern der wird meistens hinten aufgeladen. Der Mobilbagger fährt auch selbst über die Straßen. Aha, wie schnell? Zwischen 20 und 40 km/h. Dann sind Sie ja, wenn Sie jetzt demnächst in Innenstädten immer heißt 30 km, reicht es ja für den Bagger. Genau. Gut, dann legen wir jetzt mit Ihnen los. Nein, ich zeige dir erst einmal, Frank, den Unterschied zwischen Fangen und zwischen Schnappen. Den hast du ja ganz wichtig. Sehr schön herausgearbeitet. Andi, weißt du, dass Kubota, ich habe gedacht, das ist ein Oberschlesier, also ein Pole, aber es ist ein Japaner. Ja. Kubota hat sich so ein bisschen nach Pichotta angehört, da kannte ich mal einen. Also, gib mal ein, darf ich das mal? Klar. Wie sagst du, das Frisbee, der Frisbee, die Frisbee? Die Frisbee. Die Frisbee. Ja. Genau, genau. Die Frisbee und er frisst sie. Also, das hier wäre einfach. Für mich wäre es auch schwer genug, aber das wollen die gar nicht. Ein gefangenes Frisbee sieht so aus. Also ich habe da immer große Panik, weil ich sage, das ist doch auch schon schwer genug, denn er muss ja mit seiner Baggerschaufel immer dahin, wo das Ding hinfliegt. Aber ihr habt euren Ehrgeiz, ne? Wir haben unseren Stolz, wie sein Nachname sagt. Also das wäre so eine Basketballwette und dieses Geschnappe, das ist das, was sie uns zeigen wollen. Und wir haben dazu aber noch eine gute zweite Möglichkeit. Denn der Andi, wird diejenigen, die richtig gewesen sind, in einen Korb tun, sodass wir das die ganze Zeit kontrollieren können. Da hast du recht. So, aber jetzt noch mal zu Ihnen. Wie weit ist die Strecke, die Sie jetzt werfen müssen? Wir werfen, also ich werfe von 13 Meter Entfernung. Und Sie haben insgesamt zur Verfügung 4 Minuten, ja. Und 5 Frisbees müssen gefangen werden. Genau. Ich drücke Ihnen die Daumen. Vielen Dank. Wo ist denn Ihr Startplatz? Da vorne, bei der Schubkarre. Ich bringe Sie dahin. Das sehr gerne. Hier also wenn hier einer überzieht, dann ist es der Frank. Also. So. So, da. Hier, bleiben wir stehen. Alles klar. Ja, es sind echte Frisbees. Zähl die bitte nicht durch jetzt. So. Aber top, die Wette gilt, das machst du. Ja, ja, klar. Ja, freilich. Wir machen zusammen. Nee, das ist ganz einfach. Top, und das ist Svenja also, übrigens. Volle Konzentration, der Bagger soll helfen, aber in Ihren Händen liegt es jetzt, ob der Frisbee gut landen kann. Top, die Wette gilt. So, wir gehen aufs Bänkchen zusammen. Ah, der Erste. Der Erste hat schon gesessen. Ja. Es ist verdammt schwer. Oh! Nicht nervös mal, werden. Aber einer, der Zweite war ja gefangen. Er hat ihn, der Zweite war eindeutig gefangen, aber er hat ihn. Ja. Jetzt. Wo ist die Uhr?
2 Minuten 37 Sekunden. Und vier hat sie, also noch 1,5 Minuten. Noch 1,5 Minuten. Ah. Das war knapp. Man wird verrückt. Wir brauchen nur noch einen. Ah. Noch 2 Minuten für einen. Es sind noch 2. Echt? Schießt doch 4 in 4 Minuten 5 Frisbees. Ja, das stimmt. In 4 Minuten 5 Frisbees. 2 noch, naja. Ja, ich... Bleib 1,41. Cool. Ah. 1,5 Minuten, ganz ruhig. Ich glaube, die beiden machen das extra spannend. Dann machen sie sehr spannend. Ah. Oh. Noch 1 Minute. Ich würde sie ihm so gönnen. Na klar. Ging so gut los. Ja! Super! Noch eine! Noch eine! Sieben, sechs, oh, vier. Ja. Oh. Letzte Chance. Aus. Schade. So ein Jammer. Schade. Das tut mir leid. Mir auch. Es war so verdammt schwer. Andi. Andi. Ihr seid aber nicht geknickt. Jeder gewinnt gerne, aber ihr habt das so toll gemacht. Frank, jetzt geht es ja ein bisschen durcheinander, weil eigentlich warst ja du als Wettkandidat geplant und wir haben ja hier plötzlich die Rollen getauscht. Wir machen etwas zusammen, würde ich fast sagen. Ja, okay. Also wir haben verloren. Und deswegen Nein, du hast verloren. Also ich habe verloren und suche mir in meiner Niederlage einen treuen Begleiter. Und das kann der Thomas sein. So geht die Nummer. Also ich lade dich ein. Ich habe eine Idee. Ja? Also wir beide sind ja jetzt in Baden-Baden unterwegs. Ja. Und dann gibt es ja in Karlsruhe diesen wunderbaren Zoo. Da hast du mir nämlich schon was eingebrockt. Es gab bereits ein stolzes, was heißt Frank in dem Zoo? Ist es das weiße Känguru? Ein weißes Känguru. Ein weißes Känguru heißt Frank, mit dem Bagger gekämmt. Und es gibt seit kurzem auch einen Nasenbären, der Thomas heißt. Richtig. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir beide gehen einen ganzen Tag lang in den Zoo. Einen ganzen Tag. Und führen Schulklassen von Abteilung zu Abteilung. Und du erklärst ihm deine Leidenschaft für die Tiere. Gut. Also. Und weil ihr gerade so mitklatscht, wenn ihr Lust habt mitzugehen, dann kommt nach Karlsruhe. Sehr gerne. Ja, das machen wir. Ihr erklärt da den Zweitklässlern, wer wir sind, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja. Gut. Machen wir? Ja. Ja, klar. Also dann haben wir einen gemeinsamen Wetteinsatz. Ja. Wir gehen in Karlsruhe Zoo. Ich zeige den Kids meinen Nasenbär, du zeigst ihnen ein weißes Känguru.
Wie machst du das mit dieser Frisur? Ich bin neidisch. Der Mann hat mit 72 dreimal so viel Haare wie ich. Mit 72? Ich werde nächstes Jahr 80. Echt? Ja. Ha. Dann, Frank, geh weiter voraus. Ich komme dir hinterher. Wenn du 80 wirst, dann bin ich wahrscheinlich auch keine 70 mehr, oder? Na gut. Wir hoffen ja, dass wir das jetzt jedes Jahr verfolgen können. Jawohl. Ich glaube, wir sind dabei zu überziehen. Wir kommen jetzt zum TED, aber wir haben hier alle bereits aufgebaut, die heute als Wettkandidaten bei uns dabei waren. Und wir erinnern uns an die... Ihr müsst ihr nicht tanzen. Nö, ihr müsst tanzen, aber es, ja, unbedingt. Es dauert ja etwas, bis wir unseren TED haben. Erst stelle ich mal alle Kandidaten vor für den TED und dann wird getanzt. Aus der Nummer kommt ihr mir nicht raus. Also, hier sind erstmal, Frank, du gehörst dazu. Fangen wir hier an. Fangen wir da vorne an. Das ist was ganz Neues. Muss ich noch umlernen auf meine alten Tage. Ich habe es immer in die andere Richtung gemacht. 30 Jahre war das in Ordnung. Gut, hier ist unser Uno. Ist er noch auf? Och Gottchen. Er ist doch Gassi. Hier, Uno, der Recycle-Hund. Oh. Uno hat recycelt. Und das wäre die Endnummer 1. Vivian Hinz und Uno mit der Endnummer 1. Sie sehen hier unten auf dem Monitor die Nummern, die Sie bitte aus Deutschland bzw. aus Österreich und der Schweiz anrufen. Hier ist Leon. Das war so knapp. Leon mit seiner Dartwette. Leon Krampe hat die Endnummer 02 0137 3640 02 aus Deutschland und 09 01 03 10 02 aus Österreich und der Schweiz. Das ist da. Hier zusammen hier. Das ist deine Mannschaft, das ist der Mann aus dem Go-Kart. Respekt. Und da drüben steht die Feuerwehr. Dennis Kropp. Und das ist die Freiwillige Feuerwehr von Amt Hohe Elbgest. Das war die Wette von Joko und Klaas. Hier die beiden Damen mit ihren Klobürsten. Die bleiben auf jeden Fall. Ob der Wettkönig der Zukunft, werden wir sehen. Es geht immerhin um 50.000 Euro. Da gibt es viele Klobürsten dafür. Carolina Gärtner und Martina Czömlek mit der Endnummer 04. Und knapp daneben, aber mit einer großartigen Wette, in letzter Sekunde beinahe noch gewonnen, aber eben nicht ganz, Andi Stolz und Niel Braun mit der Frisbee-Wette. Wir beide im Zoo. Und jetzt die Frage an Sie. Wer wird heute als Wettkönig hier aus der Halle marschieren? Es liegt an Ihnen, aber nachdem es ein bisschen dauert, das sind die Zahlen. Wette Hund, Endzahl 01, Wette Darts, Endzahl 02, Wette Feuerwehr, Endzahl 03, Wette Klobürste, 04, Wette Bagger, 05 und die 01371 3640 plus Endzahl für Deutschland und die 09010310 und die Endzahl aus Österreich und der Schweiz. Rufen Sie jetzt bitte an und jetzt wird getanzt, Freunde. Nicht nur, dass wir es sehen wollen, wir brauchen auch euch, damit wir hier keine Pausenclowns machen. Ich war mein Leben lang Pausenclown. Es schadet euch nicht. Die Leute rufen bereits an, wie man sieht. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier rüber auf die Tanzfläche. Svenja, komm an meine Seite. Wir haben uns gerade in der Pause noch das Video einmal angeguckt. Ach ja, habt ihr noch mal? Wir haben uns das Video angeschaut. Wir dürfen Heino nicht vergessen. Ja. Nein, so. Ich bin tanzunfähig. Oh, guck mal, die Kollegen von der Eiskönigin, die sagen, mal sehen, was hier abgetanzt wird. Ihr müsst da hoch, sicher? Ich finde auch, ja klar, doch. Okay. Ich finde es einfach viel schöner. Das verlangt nach einer Tanzfläche. Okay. Also, in ihrer Wetteinlösung, Heino hat's versemmelt. Svenja Jung und Heino Ferch jetzt mit einem Tanz. Der Quentin Tarantino hat ihn inszeniert. Uli Edel ist ein bisschen eifersüchtig.
Die schiebt sich die Schuhe aus am Anfang. Ist auch in Ordnung, ja, ja, klar. Tarantino war ein Fußfetischist, das wissen wir alle. Er ist immer noch einer. Wer ist ein Fußfetischist? Tarantino. Ah ja. Doch, doch. Ich dachte schon Uli Edel. Nein. So, und jetzt der Tanz, den wir uns alle gewünscht haben. Okay. Und den die Cineasten natürlich kennen und mittanzen können zu Hause. Machen Sie ruhig. Aus Pulp Fiction. Der Tanz. Er ist John Travolta. Sie gibt die Uma Thurman. Und bitte. Ja! Komm, 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 komm! Heino! Sehr elastisch! Oh, ja, 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 ja. Sehr elastisch in der Hüfte! Svenja Jung, da merkt man, die Frau hat das Tanzen gelernt. Im Palast zeigt sie immer noch mehr von ihren Dance-Moves. Wir sehen dich im Palast genauso tanzen. Ich glaube, viele haben jetzt Appetit bekommen. Heino, Respekt. Heino hat ja mal geturnt. Ja? Ja. Ja klar, frei hast du geturnt, ja. Bist ein begeisterter Polospieler, wissen wir alle. Aber das Tanzen, so diese Hüftelastizität, wir kommen zum TED, ich muss arbeiten. Es gibt einen Gewinner. Und Frank, das war bei dir so. Das war bei mir so. Es gibt bei Wetten, dass keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Wir zeigen also jetzt Gold, Silber und Bronze. In der Reihenfolge? Nein, natürlich andersrum, aber die Reihenfolgen, dich lade ich nimmer ein. Wer weiß, alles besser, aber wirklich. Oh, das ist interessant. 16, 18 und 41%. 50.000 Euro an den oder diejenige mit den 41% aller Publikumsstimmen. 16% sind für den Wettkönig Feuerwehr. Die Feuerwehr. Bronze. Die 18% knapp davor für die Wette Klobürste. Klobürste. Silber für die Klobürste. Wer kriegt Gold? 41% aller Zuschauer haben sich für diese Wette entschieden. Frank weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es aber gleich erfahren. Der Wettkönig heute Abend. Das. Das 50.000 Euro. Das war eine tolle Wette. Eine ganz tolle Wette. Wir verdanken dir ein Aber-Special-Konzert und danke. Die Idee war genial, muss ich auch sagen. Ich gehe Blümchen holen, so war das immer. Dankeschön, danke. Oh, jetzt muss ich mich natürlich geschmacklich hier. Wie geht das geschmacklich am besten? Wow. Haben wir genügend Sträuße? Erstmal hier. Danke dir, Helene. Dankeschön.
Ich hab, das kannst du nicht fassen. Wir haben mehr Sträuße als... Ja, guck mal. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wir haben gerade ein Baby bekommen, letzte Woche. In der Familie. Ah. Ach, Gott, Svenja. Wunsch auch daheim. Vielen Dank. Das weiß ich nicht, jetzt bin ich am Ende. Ach, da haben wir noch mehr. Guck mal. Dann kriegt jeder einen. Und Niel. Das ist... Haben alle Damen? So. Der Hund. Ach, guck mal. Jetzt. Michelle. Ich habe gedacht, als Mitarbeiterin bist du diejenige. Danke. Dankeschön. Danke dir. Zoe, habe ich dir schon eine überreicht? Nein. Ja. Habe ich dir Blumen mitgebracht? Nein. Danke. Did I give you already? Oh, I forgot about it. Okay. Hab schon. You got already? Oh, ich hab auch so krank. Schön. So. Ich bin mal gespannt, also. Das war Wetten, dass aus Nürnberg. Herzlichen Dank. Guten Abend und ja, Dankeschön. Nächsten Samstag musst du im Ring.